und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Tele-Stammtisch. Mein Name ist Andreas Prill und ich bin nicht nur Podcaster dieses Podcasts hier, ich bin vor allem regelmäßig auf Comic-Veranstaltungen unterwegs. Ende November war das die Comic-Con Stuttgart, die ich besuchen konnte und da eine ganze Menge Interviews für euch aufgezeichnet habe. Diese Interviews gab es hier im letzten Monat in der Podcast-Folge zu hören und nun habt ihr die Gelegenheit, auch die beiden Panels, die ich dort moderiert habe, ja, nachzuhören. Das Ganze war zum einen ein Panel zum Thema kreative Comic-Stories, was ist eigentlich ein guter Comic, und dann auch das Thema Comics zeichnen, Tipps und Tricks von den Profis. Zwei wirklich erhellende Panel-Talks, die dem Publikum und mir sehr viel Spaß gemacht haben. Ihr könnt das, wie gesagt, jetzt hier nachhören. Es hätte theoretisch noch ein drittes Panel gegeben, das fiel leider aus, wäre eine Lesung gewesen. Dazu kam es einfach nicht. Und leider aber sicher habe ich so insgesamt gerade so ein bisschen die Wahrnehmung, als wären Comic-Panels nicht unbedingt das, was man auf diesen Comic-Events erwarten kann. Also wenn man Erlangen und München mal ausklammert und sich mal zum Beispiel den Comic-Park anguckt oder meinetwegen auch die ganzen Cons, die es gibt und auch weitere Veranstaltungen. Also ganz oft gibt es, wenn es Bühnenprogramm gibt, da eigentlich mehr so Cosplay-Sachen oder Live-Musik, Comic-Talks. Und Lesungen sind leider aber sicher inzwischen eine Ausnahme und das finde ich schade. Ich halte also hier die Fahnen hoch und gebe euch sehr gern hier die Möglichkeit, in die beiden Panels auf der Comic-Con Stuttgart reinzuhören. Im letzten Jahr waren 23.000 Besuchende dort vor Ort. Ich glaube, das ist ganz okay im Anbetracht der Tatsache, dass wir eine Pandemie hatten. Ich weiß nicht, ob es jetzt plus minus null für die Veranstalter ausging oder eben nicht. Aber wenn man für 2022 bereits einen Termin ansetzt, und das haben sie getan, vom 26.11. bis 27.11.2022 wird die nächste Comic-Con Stuttgart stattfinden, dann war es vermutlich nicht allzu schlimm. Leute, viel Spaß bei diesen beiden Panels. Wenn es euch gefallen hat, guckt gerne mal auf der niegelnagelneuen Website des Tele-Stammtisch vorbei. Unter tele-stammtisch.de findet ihr alle wichtigen Informationen, die ihr braucht. Könnt dort die Podcasts hören und in Kontakt mit uns treten, viele weitere Dinge machen, Kommentare hinterlassen. Ein ganzes Potpourri der guten Laune erwartet euch auf dieser neuen Website. Ihr müsst sie unbedingt mal besuchen. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Andi, der Andreas Prill. Ich bin Moderator und Podcaster vom Tele-Stammtisch und ich habe mir gedacht, auf einer Comic-Con, da reden wir mal über Comics. Und ich möchte an der Stelle erst einmal einen ganz großen Applaus an die Veranstalter der Con ausrichten, die es hier geschafft haben, auch in diesem Jahr wieder überhaupt ein Comic-Programm hier auf diese Bühne zu stellen. Vielen Dank dafür. Ja, und worum geht's hier heute bei unserem Talk vom Tele-Stammtisch, der, wenn alles geht, nachträglich auch bei genau diesem Podcast zu hören sein wird. Heute ist das große Thema kreative Comic-Stories. Was sind eigentlich gute Comics? Und dafür habe ich mir zwei Herren eingeladen, die irgendwie nicht die Herren sind, die vielleicht ursprünglich im Programm gestanden haben, dennoch hochkarätige Besetzungen darstellen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Ein Herr, der vor kurzem unter anderem den E-Com-Comic-Preis gewonnen hat, der wahnsinnig viel produziert, wahnsinnig ja auch beliebt ist in der Comic-Szene, kann man schon mal sagen. Mit Gott und der Welt zusammengearbeitet hat und eine ganze Menge Zeug rausgehauen hat. Hallo und herzlich willkommen, Sascha Dörf. Hallo zusammen, freue mich hier zu sein. Der zweite Herr in der Runde, den muss man eigentlich auch nicht mehr vorstellen, wenn man hin und wieder mal in der deutschen Comic-Szene unterwegs ist. Der junge Mann hat unter anderem ganz viele Sachen mit einem Apfel rausgebracht. Er erzählt auch gerne Geschichten mit einem Piephahn, hat wahnsinnig viel Humor dabei, er macht aber auch geilen, epischen Scheiß und ich freue mich ebenso, dass er hier und heute da ist. Hallo und herzlich willkommen, Michael Wild. Vielen Dank, hallo. So, und ich setze mich jetzt mal hier hin. Wir wollen uns jetzt ein bisschen unterhalten über genau dieses Thema und ich kann so viel verraten, am Ende wird es auch eine Fragerunde geben und ich habe für diese Fragerunde was vorbereitet. Wir machen ein Spiel draus. Die letzte Person, die hier nachher eine Frage stellen wird, also die letzte, ne, kriegt dieses Überraschungspaket, ein Comic-Überraschungspaket. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Frage stellen würdet, was ihr nicht tun könnt, sondern später, werdet ihr diejenigen, die es gewinnt. Wenn danach eine Person kommt, kriegt die aber das Ding. Versteht ihr wie? Also die letzte Person, die eine Frage stellen wird, gewinnt dieses Überraschungspaket. Wie raffiniert. Fantastisch, oder? Fantastisch raffiniert. Kann ich die letzte Frage stellen? Teilnehmer ausgeschlossen und so. Ja, ich meine, kreative Comic-Stories, um die soll es heute gehen. Ihr seid nicht nur Autorin und Illustrator, also ihr seid halt quasi teilweise auch die One-Man-Show hinter den Comics, die ihr veröffentlicht. Vielleicht mal zunächst die Frage auch an den Sascha. Sag mal, Comic-Stories, gute Comics, was zeichnet gute Comics eigentlich aus? Das ist immer so, ich glaube, das liegt ein Stück weit im Auge des Betrachters. Ich bin Germanistensohn, als solcher habe ich natürlich viel über die Heldenreise erlebt, über das griechische Drama in 3 bis 5 Akten, über eine Katharsis. Also ich persönlich muss sagen, es ist für mich gerade im Comic-Bereich eher das, wie eine Geschichte erzählt wird und nicht, welche Geschichte erzählt wird. Deswegen sehe ich das so ein bisschen differenzierter. Ich persönlich mag natürlich einen Anfang, Mitte und ein Ende, aber
eine gute Geschichte muss nicht unbedingt das alles haben. Eine Mitte vielleicht, aber nicht zwangsläufig ein Anfang oder ein Ende. Ich habe jetzt einen Comic gezeichnet, Kein Vatertag heißt der, der kein richtiges Ende hat und doch eins. Also so gesehen kann man da auch so ein bisschen mitspielen. Und deswegen, also die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, aber ich würde sagen, eine gute Geschichte braucht eine gute Mitte. Diesen klassischen Dreiakter, den wir aus vielen Filmen kennen, mit Einführungen und dann irgendwie große Geschichte und krasses Finale und so, sollte es das auch in einem klassischen Comic geben? Wird sicherlich ja auch gemacht. Also die meisten Sachen, die ich lese, haben das ja auch. Kommt aber darauf an, wenn man Kurzgeschichten sieht, die mitunter aufhören, also unvermittelt anfangen, unvermittelt aufhören und auch nur so einen Ausschnitt bieten. Das finde ich persönlich im Comic auch klasse. So ein Slice of Life. Nicht unbedingt im eigenen Leben, sondern in dem von jemand anderem. Toll. Michael, Slice of Life, gutes Stichwort. Da kennst du dich ja auch ganz gut aus, wenn man sich deine Comics anschaut. Vielleicht auch nochmal die allgemeine Frage auch formuliert. Was zeichnet einen guten Comic, eine gute Comic-Story aus deiner Sicht aus? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber gute Comics sind für mich gute Charaktere, die in der Geschichte wirken. Also mit einem guten Charakter kann man auch die Geschichte erzählen, der geht in den Supermarkt, kauft sich Milch und kommt wieder nach Hause. Und ein guter Charakter, der kann das super interessant und super lustig machen und ja, genau. Aber da kann man gleich mal einhaken. Muss in einer Comic-Geschichte, in einer guten Comic-Story, muss da großartig was passieren? Du hattest jetzt gesagt, Milch einkaufen und wieder nach Hause, ist ja eher so relativ kurz von der Geschichte. Muss eine gute Comic-Story auch eine längere Handlung haben, um als gut zu gelten? Wichtig ist, dass der Leser sich mit der Geschichte identifizieren kann, gerade bei Slice of Life, dass die Leute sich drin erkennen können. Und ja, genau. Wenn die sich damit identifizieren können, dann funktioniert die Geschichte auch. Ich kann da kurz eingerätschen, da gibt es doch jetzt diesen Comic Steine, heißt der, glaube ich, wo man nur Steine sieht, die sich unterhalten. Also es passiert visuell nicht viel, aber inhaltlich ist sehr viel Witz, der transportiert wird. Die Künstlerin ist mir leider jetzt gedanklich abhanden gekommen, aber auch sehr zu empfehlen. Also ich finde nicht, dass eine Geschichte, um gut zu sein, lang sein muss. Vielleicht das Gegenteil ist manchmal sogar der Fall. Sieht man ja bei den Filmen heutzutage, die meisten Filme. Es gibt, glaube ich, auf Netflix oder Amazon eine Rubrik, die heißt 90 Minuten. Also anderthalb Stunden. Und ich finde, es ist eine angenehme Zeit, um einen Film zu sehen. Und vielleicht liegt in der Kürze manchmal auch die Würze. Und so eine Geschichte, die findet ja häufig in Welten statt. Man muss Worldbuilding betreiben, das Ganze muss irgendeinen Hintergrund haben und unter Umständen ja sogar auch das Gefühl vermitteln, als wäre da mehr als das, was man in den Panels selbst sieht. Stimmt ihr mir dazu? Gehört zu einer guten Geschichte ein gewisses Worldbuilding dazu? Michael? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Jede Welt braucht Regeln und das muss dem Leser klar gemacht werden. Man muss ihm aber auch nicht alles quasi in den Hals reindrücken. Also vieles lässt auch Interpretation, spielt Raum zu. Okay. Ja. Sascha, wie siehst du das? Also ich finde es ganz cool, mit dem vorhandenen Wissen von Lesern zu spielen. Ich mache so einen 80er-Jahre-Comic, Mad Eagle. Und wer Filme aus der Zeit kennt, mit Steven Seagal oder mit Jean-Claude Van Damme oder Stallone oder Schwarzenegger natürlich, der wird an dem Comic natürlich wesentlich mehr Spaß haben, weil er die ganzen Easter Eggs findet. Und man kann halt gewisse Erwartungen erfüllen oder eben auch unterlaufen, die es gibt. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit oder auch gegen Klischees. Und das ist dann auch Worldbuilding, aber das hat teilweise auch der Leser schon für mich betrieben. Das ist ja ein sehr guter Punkt, der auch in meiner Vorbereitung fiel. Wir haben ja quasi so zwei Seiten. Wir haben die Geschichte, die du erzählen möchtest, die in dir schlummert und deinen Vorstellungen entspricht. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht aber auch Lesende, die gewisse Erwartungshaltungen mitbringen und gern Dinge sehen möchten. Du hast jetzt Mad Eagle erwähnt, deine Reihe, die ja die Superhelden, also Actionhelden nennen wir es mal, der 70er, 80er, 90er, wenn man es mal so allgemein formuliert, thematisiert und ja eben auch da irgendwie eine Hommage drauf darstellt. Da gibt es sicherlich auch Szenen, die wollen die Lesenden irgendwie in irgendeiner Form dann aber auch in deinen Comics sehen. Gibt es diesen Moment, dass du dann konkret Szenen einbaust, weil man das irgendwie von dir erwartet, dass das in deiner guten Comic-Geschichte drin ist? Oder spielst du damit? Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so erwartet wird, sondern dass sich der Leser, der Bock hat auf so einen Comic oder der Spaß hat an 80er-Jahre-Filmen, sich voll drüber freut, sowas zu entdecken. Also das ist eher so, das macht dann eher so überraschenden Spaß. Und es gibt aber auch Leute, die mir zum Beispiel dann schreiben, bau doch mal Terence Hill und Bud Spencer ein.
und ganz traurig sind, wenn ich denen eben sage, das wird leider nicht passieren. Also das gibt's dann eben schon. Die würde ich dann aber auch, wenn ich sie einbauen würde, nur wegen eben Leuten einbauen, die sich wünschen. Und ich glaube, das würde ich nicht tun. Michael, vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an und nehmen mal so ein paar Beispiele auch raus aus deiner persönlichen Geschichte, wie du Comic und Comic-Geschichten geschrieben hast. Vielleicht kannst du mal exemplarisch von einem deiner Werke erzählen, wie es eigentlich quasi von der Idee, die du irgendwann irgendwie irgendwo gehabt haben musst, gekommen ist, bis halt dann zum Feinschliff, den du in die Story gesteckt hast. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen was zum kreativen Prozess hinter Comic-Stories erzählen. Das ist eine sehr gute Frage. Als Kind der 80er bin ich natürlich mit solchen Sachen wie Conan und He-Man groß geworden. Und es hat mich eigentlich schon mein Leben lang verfolgt, dass ich irgendeine Barbaren-Story mache. Und irgendwann habe ich halt eine Comicfigur, die ich im Kindergarten erfunden habe, Apfel, dazu genommen, dem ein Schwert in die Hand zu drücken und damit endlich mal meine Barbarengeschichte zu verwirklichen. Was ich zum kreativen Prozess sagen kann, das ergibt sich meistens irgendwie on the fly. Also ich baue halt immer ein, was ich eigentlich gerade cool oder lustig finde. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie es meine Kollegen machen, ob die jetzt eigentlich schon die Geschichte komplett von vorn bis nach hinten geschrieben haben, bevor sie überhaupt mit Zeichnen anfangen. Aber ich bin dann halt eher so, ich fange mal an und guck, was sich ergibt. Also der Weg ist das Ziel so mitunter, ja? Der kreative Weg. Genau. Mhm. Ja, und so diese Ausgangsidee, den Apfel, okay, den hat sie jetzt schon länger, aber es gibt ja zum Beispiel auch die Geschichten mit dem Pipan. Wie ist die Geschichte gekommen? Keine Ahnung, hattest du da so diesen Aufwachmoment in der Nacht? Wurde ja passend. Nein, das ist eine kompliziertere Geschichte. Und zwar sollte es ursprünglich eine Parodie werden auf diese ganzen Yaoi-Comics, die sehr im Manga, deutschen Manga-Bereich abgehen. Und wir wollten da eigentlich einen Comic dazu machen, der halt ein bisschen lustig ist, und wir wollten eigentlich keine Sexszenen zeichnen, und da ist dann halt der Pipan entstanden, der quasi als männliches Geschlechtsorgan in der Gegend herumrennt, und das hat sich dann quasi dann immer weiterentwickelt, dass es jetzt eben ein Comedy-Pubertätsdrama geworden ist. Wow. Das interessiert mich sehr. Sascha, wie ist das bei dir? Vielleicht kannst du da auch mal so Beispiele auch aus deinem Schaffen schildern, wie so quasi von der vom Ideenmoment, von der Eingebung, die du hattest, bis hin letztlich zur Ausarbeitung der Details. Bist du jemand, der dann große so Boards erstellt mit Stichpunkten, die abgearbeitet werden müssen, oder riesengroßen Tabellen, und keine Ahnung, wie funktioniert das bei dir? Total unterschiedlich. Also was ich mache, ist, ich mache ja sehr, sehr viel unterschiedliches Zeug. Und das ist, also angefangen habe ich mit Cartoons, auch schön mit Pipi-Kaka-Cartoons, also so richtig schön jenseits der Gürtellinie. Dann wurde ein bisschen was Politischeres draus, und dann wurden wieder Pipi-Kaka-Cartoons mit ein bisschen Politik draus. Und bei Cartoons ist es ja so, da hat man manchmal eine lustige Idee und die schreibt man in sein Handy, und wenn man es dann immer noch lustig findet, wenn man sich's nochmal anguckt, dann wird's gezeichnet. Das ist so die Cartoon-Geschichte. Bei dem Comic Enklave, den du ja auch kennst, das ist so eine Science-Fiction-Reihe, ich sag mal Blade Runner auf einer Raumstation, da mache ich so richtige kleine Vorscribbles und sogenannte Thumbnails. Da habe ich auch extra für ein kleines Buch entwickelt, wo ich dann so Seiten drin habe, die unterteilt sind in verschiedene Panels, und dann wird dann da reingezeichnet und die Sprechblasen werden dann daneben geschrieben. Das mache ich dann da, das bereite ich dann eben in dieser Thumbnail-Art vor, also so daumennagelgroß, deswegen heißt es Thumbnail. Und sowas wie jetzt zum Beispiel Kein Vatertag, da habe ich einen Anfang, eine Mitte und ein Ende gehabt. Und jeden Tag im letzten Jahr habe ich ein Panel veröffentlicht auf Instagram. Also man kann den Comic, wenn man will, auch komplett umsonst noch nachlesen. Da ist dann halt, ich wusste, wie die Eckpunkte wusste ich, aber ich wusste nicht, wie ich von A nach B komme, und habe das dann so ein bisschen improvisiert und teilweise auch tagesaktuell. Also da sind dann so Sachen drin, die ich dann woanders aufgeschnappt habe, die dann damit reingekommen sind. Und ich war relativ dankbar, weil der Comic entstand dann im Laufe eines Jahres. Der hatte eine lange Produktionsphase, und das gefiel mir am Ende sehr gut, weil die Geschichte dadurch ein bisschen wahrhaftiger geworden ist. Improvisiert, aber wahrhaftiger. Und dann eben auch vielleicht ein Stück weit wärmer und herzlicher. Du hattest jetzt auch schon eine Sache angesprochen, du sagst ja, dass du auch ganz viele verschiedene Comics machst und vor allem auch verschiedene Genres abdeckst.
gute Comic-Stories, müssen die in jedem Genre funktionieren oder haben diese Genre letztlich verschiedene, also gibt es verschiedene, sag ich mal, Punkte, die man beachten muss in verschiedenen Genren, damit sie zu guten Comic-Stories werden? Ja, es gibt ja den Bericht Tropes, also wirklich Klischees, die man dann eben entsprechend abarbeiten kann in so einem Genre. Mir gefallen persönlich, und das ist dann auch bei Filmen so, genreübergreifende Sachen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch den Western Bone Tomahawk kennt, der eigentlich eine klassische Frau wird entführt, eine Gruppe von Cowboys sucht die Frau-Geschichte erzählt, aber mit einem Horror-Twist. Sowas gefällt mir zum Beispiel ganz gut, wie bei dem Film Alien, der eigentlich auch ein waschechter Horrorfilm ist, aber auch ein waschechter Sci-Fi-Film. Du findest halt Sachen wie Raumschiff und Raumstation und Roboter findest du in dem Film, aber du findest auch diesen Horroraspekt. Und das finde ich schon ganz spannend, wenn man etwas hat in dem Genre, was man da nicht erwartet. Letztendlich so wie bei dir, man hat eine astreine Barbarengeschichte, die aber von einem Apfel erlebt wird. Und das ist halt, finde ich, fantastisch. Also geil. Deswegen, also sowas finde ich schön. Danke. Gerne. Hast du denn dabei versucht, Michael, irgendwelche Tropes abzuarbeiten oder sag ich mal Genre-Klischees zu erfüllen, als du das geschrieben hast? Genre-Klischees auf jeden Fall. Also es treten immer mal wieder irgendwelche Muskelmänner in Apfel der Barbar auf, die da heißen dann entweder Bonen der Barbar oder Zonen der Barbar, die eigentlich eine Parodie darauf sind, dass nach dem Conan-Film von 1982 jede Menge Conan-Rip-Offs entstanden sind und eben diese Rip-Offs in meinem Comic vorkommen. Und du hattest gemeint, dass du auf das Feedback der Lesenden gar nicht so unmittelbar reagierst. Habe ich das richtig verstanden? Dass du versuchst gar nicht so diesen deren Erwartungshaltung zu erfüllen, sondern eher eigene Dinge da voranzubringen? Das ist nicht ganz so richtig. Also ich hatte in Apfel der Barbar gibt es eine Stelle, in der ein böser Zauberer auftaucht, Spoiler, mit einer vermummten Person, die sich als Klon einer Prinzessin entpuppt. Und ja, ich habe halt quasi einen Fan, Kumpel, Freund erzählt, ja, das ist die falsche Prinzessin, die ist eigentlich ein Monster. Und der hat dann gemeint, ja, wäre es irgendwie nicht cooler, wenn das Monster männlich wäre. Und dann dachte ich mir, ja, es wäre eigentlich lustig, wenn ein männliches Monster eben diese weibliche Prinzessin nachahmt. Und dann ist da eben dieser Schaffungsprozess weitergekommen und am Ende ist dann halt der Sohn von diesem bösen Zauberer, der sich als die Prinzessin verwandelt hat. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, also, wenn eine gute Idee kommt von Fans, dann gucke ich, ob ich die auch vielleicht auch einbaue. Also ich bin da schon sehr beeinflussbar. Mit Credits oder ohne? Nein. Natürlich nicht. Wie sieht es aus mit dem Thema Charakterentwicklung? Möchten wir uns das vielleicht mal reduzieren auf Geschichten, die ein bisschen länger sind? Also welche, die, ja keine Ahnung, mal auf die 100, 140, 160 Seiten gehen könnten? Also längere Geschichten. Wie sieht es aus, wie wichtig ist Charakterentwicklung für eine gute Comic-Geschichte? Ja, weil ihr habt jetzt auch den Punkt mit der Identifizierung der Lesenden gehabt, die sich mit den Figuren identifizieren müssen. Ja, deswegen ganz allgemein die Frage auch zunächst an dich, Sascha. Wie wichtig ist denn eine Charakterentwicklung in Comics? Auch zum Beispiel gerne bei Matt Eagle. Na gut, Matt Eagle ist ja ein flacher Charakter. Der ist, also ihr müsst euch den so vorstellen, wie alle Actionfiguren in eine Person gegossen und dann mit einem Chuck Norris Bart noch versehen. Also eine sehr flache Figur, die eben aber auch keine Parodie ist, sondern das ist halt so wie der Kinoheld aus den 80er Jahren eben war. Die wird sich nicht weiterentwickeln, diese Figur. Die wird so bleiben, wie sie ist oder sie hat ihre Entwicklung schon gemacht im Prequel, was ich noch zeichnen muss. Aber ich persönlich, es kommt immer drauf an, das ist halt eine actiongetriebene Geschichte. Das ist ja das immer das eine, eine Geschichte kann actiongetrieben, handlungsgetrieben sein oder eine Geschichte kann charaktergetrieben sein. Und ein Charakter in so einer Geschichte sollte auch eine gewisse Entwicklung eben mitmachen, weil man es sonst uninteressant findet. Wenn der Charakter am Ende der Geschichte genauso ist wie am Anfang der Geschichte, dann ist es eine schlechte Geschichte. Ich glaube, so kann man das sagen und das gilt eigentlich dann auch für einen Comic, wenn es eine charaktergetriebene Geschichte sein soll.
wenn es einfach nur eine Handlung ist in irgendeiner Form, also wer ist der Mörder oder irgendwie sowas, dann muss sich, wie Sherlock Holmes letztendlich ja dann auch, der verändert sich auch nicht großartigst in den Büchern, der kann so bleiben, wie er ist. Muss man sich halt entscheiden am Anfang, was für eine Geschichte möchte man erzählen. Und welche Charakterentwicklung macht der Apfel durch? Mir Apfel der Barbar macht der Apfel die Entwicklung durch. Spoiler, sein Dorf wurde von einem bösen Zauberer in Goldobst verwandelt und er versucht jetzt halt diesen Zauberer ausfindig zu machen. Und er begegnet dann zwischendurch anderen Leuten, Willi der Ente und Anita der Barbarenprinzessin. Und ist erstmal sehr zugeschlossen den beiden gegenüber. Also er findet die eher als Klotz am Bein, hat eigentlich gar keinen Bock, mit denen rumzureisen. Die kommen halt trotzdem mit. Und im Lauf der Geschichte merkt er dann halt, dass neue Freunde eigentlich genauso wichtig für jemand sein können wie diese alten Freunde, die man ja eigentlich befreien möchte. Und Spoiler, an einer Stelle muss er sich halt entscheiden für seine vergoldeten Freunde oder für seine neuen Freunde und entscheidet sich dann halt falsch und das macht dann halt eine immense Charakterentwicklung dann halt mit ihm durch. Wie wäre das denn jetzt? Charakterentwicklung kann der guten Geschichte unter Umständen ja auch im Weg stehen. Wenn wir uns beispielsweise mal den Pipan anschauen, den ich jetzt persönlich nur punktuell kenne, aber total lustig finde, man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man ihn sieht, wenn man weiß, wie er heißt und was er ungefähr für Geschichten erlebt. Jetzt stell dir mal vor, dem Pipan würde im Rahmen einer größeren Geschichte irgendwas passieren. Der hätte irgendwie, würde Familie gründen oder so. Und ich würde daraus davon ableiten, vielleicht erwarten, dass er ein total reifer Erwachsener, einen reifenden Moment hätte oder sowas. Würde das nicht unter Umständen dann diesen Moment, also der eigentlichen Charakter, dem Charakter selber im Weg stehen? Kann Charakterentwicklung dieser guten Geschichte, auf der Pipan ja basiert, könnte der im Weg stehen? Also, so wie du sagst, falls dieser Pipan dann wirklich mal eine Familie gründen will oder andersweitig, wie sagt man, in Zölibat tritt, dann würde das wahrscheinlich der Tod der Geschichte sein, weil dann eigentlich nichts mehr passiert, weil kein Konflikt mehr da ist. Der eigentliche Konflikt von meiner Pipan-Geschichte ist ja, dass er unbedingt das machen will, was halt Pipane so tun. Sich eine Pipane suchen. Richtig. Mal so eine Theorie. Eine richtig gute Comic-Story, die richtig gut ist, die müsste sich ja verkaufen wie geschnitten Brot. Die müssten ja alle Lesenden mögen und die würden auch alle kaufen und lesen wollen. Sind gute Comic-Stories Garanten für gute Verkaufszahlen? Sascha. Es ist sowieso so schwierig zu sagen. Ich meine, wir leben hier in der Comic-Diaspora Deutschland. Letztendlich sind wir alles eine kleine Szene. Jeder kennt jeden und jeder ist der Pate von jemand anderem und so weiter. Also es ist so, dass ich glaube, dass es in Deutschland ohnehin schwer ist, Menschen für Comics zu begeistern, Leser für Comics zu begeistern. Ist wahrscheinlich auch geschichtlich gewachsen. Es ist auch so die Frage, also hast du, wenn du etwas hast, was eine echt geile Handlung hat, was ich super finde, das musst du ja nicht toll finden, weil dich das vielleicht gar nicht interessiert. Ja, dann wirst du es auch nicht kaufen. Also, oder du erwartest von einem Comic halt, weiß ich nicht, dass ein Kostüm von der Superheldin ein Boob-Window hat. Und das habe ich dann nicht gezeichnet und dann findest du es uninteressant, weil dich eher schon Möpsel ansprechen oder sowas. Also ich glaube, jeder zieht sich da was Eigenes raus. Ich persönlich habe auch da den Heiligen Gral nicht gefunden. Jeder mag irgendwie was anderes und auch ich kaufe mir ja nicht alles. Ne? An manchen Dingen, von denen ich nicht getriggert werde, gehe ich dann auch vorbei. Ja, es ist teilweise der Vergleich zwischen einem guten französischen Restaurant und McDonald's. Die Leute gehen halt auch lieber mehr in McDonald's als in die eigentlich guten Restaurants. Gut, vielleicht nicht französisch mit den Schnecken und so. Aber ja, also Qualität entspricht halt doch nicht immer dem, was die Leute wollen. Darum liegen ja eigentlich auch in jeder Tankstelle halt auch lustige Taschenbücher und Asterix, aber leider kein Mad Eagle. Tja. Siehst du mal. Man kann also ganz plump einfach mal festhalten, dass die Frage, was ein guter Comic und eine gute Story ist, eine super subjektive Geschichte ist einfach, die man überhaupt an gar nichts festmachen kann, weil sie natürlich persönlichen Geschmäckern irgendwie entspricht. Da sind wir uns einig. Auf jeden Fall. Also jeder von uns wird wahrscheinlich auch, wenn man nach seinem Lieblingscomic fragt, eine andere Antwort geben.
Definitiv. Und das fällt mir vor allem auf, wenn es um die Frage von Comicpreisen geht. Jetzt bist du zum Beispiel Comicpreisträger. Es werden in Deutschland im Jahr 3 oder 4 Comicpreise verliehen. Auch ganz oft die beste Graphic Novel, die beste fortlaufende Geschichte und so weiter und so weiter. Und da fühlt sich vielleicht nicht jeder auch sofort dann wiedergespiegelt, ist ob die bei der Frage, ob das jetzt das Beste ist und das Gute. Wie wichtig sind denn, was für ein Indikator sind denn eures Erachtens Comicpreise für die Frage, wie gut eine Comic-Story ist? Also eher umgekehrt, dass halt eine Comic-Story vielleicht nicht komplett kacke ist. Also das ist dann halt auch wieder so ein Ding. Dazu muss man wissen, also wenn ich mich dran setze und einen Comic mache, dann gibt's erstmal nur mich, der den geil findet. Und viele sagen ja, sie sind sich selbst ihr schärfster Kritiker. Ich sag das nicht. Ich finde alle Sachen, die ich mache, unfassbar geil. Und meine Frau ist meine schärfste Kritikerin und holt mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und deswegen weiß ich auch nie, ob Sachen auch wirklich gut sind. Bloß weil sie mir gefallen, weil ich sie gerade gemacht habe. Und ich mache das halt auch nicht, weil ich damit Geld verdienen möchte, sondern ich mache das aus einer Leidenschaft heraus. Und deswegen finde ich es toll, wenn irgendwie ein Verein wie der E-Com mir den Comicpreis zukommen lässt, womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe denselben Comic aber auch zum Beispiel beim, hilf mir mal auf die Sprünge, wie heißt der neue? Ginkgo. Genau, habe ich beim Ginkgo eingereicht und da kam ich noch nicht mal mit auf die Shortlist. Also das ist sehr, sehr interessant. In dem Fall half viel. Es ist halt für mich behilflich, weil es meine Sichtbarkeit erhöht in der Szene. Aber auch ein Comicpreis ist kein Garant für einen Comic, den ich mir kaufen würde. Deswegen ist es immer eher so ein Add-on oder ein Nice-to-have. Hast du dir schon mal einen Comic gekauft, weil er einen Preis gewonnen hat? Irgendwie einen Eisner oder einen Max-und-Moritz-Preis? Leider nein. Da muss ich irgendwie dazu sagen, das ist wie bei den Oscars. Ich habe immer das Gefühl, als ob eben diese gehobenen Sachen eben diese Preise verdienen. Und ich bin halt eigentlich jemand, der doch lieber mehr trashige Sachen liest oder was man halt in die Richtung sehen könnte. Und ja, wie bei eben diesen Oscar-Filmen, die, keine Ahnung, wo es halt irgendwie ums England des 18. Jahrhunderts geht, das ist halt irgendwie alles nicht so meins, muss ich halt sagen. Auch gewinnt Oscars, interessiert mich nicht. Dann lass uns doch vielleicht nochmal auf die Besonderheiten des Mediums selbst zu sprechen kommen. Stories gibt's ja nun nicht nur im Medium Comics, sondern Stories werden ja auch, keine Ahnung, beispielsweise in Filmen erzählt. Jetzt weiß ich, dass ich mit euch zwei auch wirklich Popkulturexperten hier sitzen habe, die wahnsinnig viel gesehen haben und auch gelesen haben. Was ist denn das Besondere am Schreiben von Comic-Stories? Die haben ja mindestens mal schon diese zweite Ebene mit dem Artwork, das in Kombination dann überhaupt erstmal die Story erzählt. Gibt's da für euch wesentliche Unterschiede zwischen zum Beispiel ja auch Filmen? Du hast die 90-minütiger Filme angesprochen, wo man dann auch gewisse Sachen erwarten kann. Was sind denn da für dich so die wesentlichen Eigenheiten bei Comic-Stories? Also das Besondere an Comics, und das ist auch wirklich in diesem Medium einzigartig, ist, dass die Handlung zwischen den einzelnen Bildern passiert. Also zwischen den Panels. Und das ist so das, was man irgendwie beim Storytelling, beim Geschichtenerzählen berücksichtigen muss, dass man eine Figur von einem Bild ins andere Bild bekommen muss. Und das geschieht oftmals eben im Gatter, nennt man das, glaube ich, ne? Und eben zwischen den beiden Bildern. Und das muss man beim Erzählen berücksichtigen. Und das finde ich gerade das Spannende an der Sache. Das macht man wahrscheinlich, wenn man es macht, quasi so unüberlegt oder unterbewusst eigentlich schon fast, weil man ja weiß, wie das Medium funktioniert. Aber es gibt ja ganz viele, die Comics gar nicht lesen können, die halt nicht wissen, lese ich jetzt den Text oder sehe ich mir das Bild an oder wie füge ich beides im Kopf zusammen und wie entsteht daraus eine Geschichte? Und genauso ist es beim Zeichnen auch, man muss das halt erzählen können. Und weil es eben dazwischen passiert und eigentlich fast schon unsichtbar ist, ist das, finde ich, das Besondere am Medium Comic und eben auch das Besondere am Geschichtenerzählen für dieses Medium. Ist das so? Macht man als Comic-Autor das irgendwie unbewusst? Also wirklich zwischen den Panels zu erzählen? Das macht man schon irgendwie richtig automatisch, so wie Sascha gesagt hat. Bei mir ist es auch so, also es läuft irgendwie wie so eine Art Film ab und man versucht halt immer das in dem Film quasi auszuschneiden, was dann halt an der Stelle passiert. An sich, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was denn Comics so besonders macht, ich
denke, Comics haben die Möglichkeit, die größte kreative Möglichkeit von allen Medien, sich als Künstler auszutoben. Weil wenn man ein Buch schreibt, dann muss man halt sehr mit Worten jonglieren, damit der Leser auch versteht, was da ist. Als Filmautor hast du halt eben Begrenzungen, was die Technik angeht, oder musst es in einen 90-Minuten-Zeitraum quetschen, und als Comiczeichner kannst du halt ja wirklich, wirklich frei austoben. Jetzt ist es in eurem Fall so, dass ihr also auf jeden Fall schon, sind eure Werke ganz oft One-Man-Shows, also im klassischen Sinne. Das heißt also, ihr habt komplett alles an diesem Comic zu verantworten, wahrscheinlich bis zur Drucklegung und zum Layout. Das heißt, ihr textet sie, ihr zeichnet natürlich komplett die Comics, ihr macht das ganze Story, also den kompletten Arc, alles drum und dran. Es gibt aber auch die Konstellation, und Sascha, bei dir weiß ich, dass du da auch Erfahrung hast, dass du mit anderen Personen zusammenarbeitest und zum Beispiel deren Texte ja verillustrierst. Was ist denn da so der wesentliche Unterschied für uns als Laien, die wir das nicht so oft machen? Es ist halt so, dass man, wenn man einen Text bekommt, den man illustriert, ein Stück weit auch so ein bisschen sein Gehirn in Urlaub schicken kann. Oftmals, es kommt darauf an, wie die Texte aufbereitet sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam einen Comic zu erarbeiten. Das eine wäre ja, man fragt einen Freund, was hältst du davon? Und der sagt, dann mach das doch anders. Das andere ist dann eben auch, man bekommt ein Skript, also richtig so ein Drehbuch, und da steht dann drin, auf Seite 1 gibt's im ersten Bild das zu sehen und im zweiten Bild das. Und dann kann man sein Gehirn auf Urlaub schicken. Und dann gibt's dann eben auch noch die Möglichkeit, also ich habe zusammen mit meinem Vater, und der ist 80 Jahre alt, einen Comic gemacht, der hat mir die Geschichte geschrieben. Und ja, der konnte halt nicht für das Medium Comic in dem Sinne schreiben. Und mit dem bin ich dann halt durchgegangen und habe sein Prosa nachher in ein Skript umgewandelt. Und das war halt auch ein kreativer Schaffungsprozess, wo ich gesagt habe, das geht so nicht, das können wir nicht so machen. Oder hier kannst du nicht den Hinterkopf und den Vorderkopf gleichzeitig zeigen, was du machen müsstest, wenn du alles in einem Bild haben möchtest. Und das musste man halt entsprechend bedenken. Aber mit einem Texter zusammenzuarbeiten, da schlagen so zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist es schön, eine Kollaboration zu machen und sich dann eben auch auszutauschen, weil ja die Qualität dadurch auch eher gesteigert wird, als drunter leidet. Zum anderen muss ich sagen, ist für mich sehr wichtig, eigene Geschichten zu erzählen, die ich selber entwickelt habe und auch immer mehr in die Richtung eben gehe. Also ich werde jetzt noch, glaube ich, mit meinem Vater wird's, solange der lebt und der Bock hat, Comics zu schreiben, würde ich das machen. Aber bei den anderen Sachen, wo ich einen Text vorgegeben bekomme, das reduziere ich jetzt immer mehr auf null, weil es mir wichtig ist, meine eigenen Sachen zu erzählen. Dann könnte man gleich eine Folgefrage anschließen, ob denn darin nicht auch gewisse Gefahren bestehen. Wenn das komplette Projekt von einer Person selbst getragen wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Gefahr besteht, dass man in gewisse, ja, einfach Bahnen gerät, die man immer gerät, dass man gewisse Schranken, also Scheuklappen vielleicht einfach hat. Ist es eine Gefahr, die tatsächlich existiert, oder ist es ganz anders, dass man, als wenn man das alleine macht, einem niemand im Weg steht, man sich vollkommen gehen lassen kann und die Geschichte absolut 100% den eigenen, voll ausgeschöpften kreativen Möglichkeiten entsteht? Vielleicht auch mal dich gleich weitergestellt, die Frage, Michael, ist das eine Gefahr, wenn man alles alleine macht? Okay, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil bis jetzt bin ich noch nicht wirklich in die Situation gekommen, weil ich denke mal, also ich sag halt immer, bei mir schreiben sich die Charaktere ihre Geschichte selber, und ich richte halt die Geschichte dann eher nach den Charakteren, als dass ich mir dann halt da zu viel überlege. Okay, das klingt jetzt vielleicht so, als ob ich... Es fließt aus dir raus, doch super. Also, ja, ich denke mir eigentlich schon irgendwie so ein bisschen das Ende von der Geschichte, aber ich will halt, dass die Charaktere quasi ihren Weg so gehen, wie es halt ihrem Charakter entspricht, und versuche nicht irgendwie welche Ergebnisse zu erzwingen. Aber dass du dir zum Beispiel, wenn du es komplett alleine machst, mal irgendwie wirklich jemanden drüber schauen lässt, eine Art Lektorat hast quasi so, dass dir jemand eben hilft, nicht in diese Fallen zu tappen. Gibt's das? Um die beste, gute, kreative Comic-Geschichte zu erzählen? Boah, ich will eigentlich nicht, dass Leute meine Comics anschauen, bevor sie fertig sind. Ja, diese Gedankengänge, die ich da habe, sind diese Gefahren, sind die begründet oder ist das Quatsch? Also es ist halt nun mal so, dass man, wenn man was gut kann, dabei auch irgendwie bleibt. Also wenn man irgendwie sich dabei wohlfühlt, Orks und Elfen zu zeichnen, dann wird man vielleicht eben sich in diesem Bereich auch eher, in dieser Nische sich versuchen, es kuschelig zu machen. Wachstum entsteht aber am Rande der Komfortzone, so geht ja der Spruch, und da ist ja auch was Wahres dran. Und wenn jemand anders eine Geschichte
entwickelt oder auch nochmal drüber schaut und sagt, mach das doch mal anders. Geh doch mal, mach doch hier mal eine Vogelperspektive und du denkst dir, ach du Scheiße, ich bin so schlecht in Perspektive. Dann wirst du aber, weil du es für dich selber lassen würdest, auch nie besser werden darin. Deswegen denke ich, es ist schon mal ganz cool, wenn jemand drüber guckt und sagt, das geht aber auch besser. Weil das Endergebnis wird immer besser, wenn noch ein zweites Paar Augen seinen Senf dazu gibt. Ich selber arbeite teilweise bei Matt Eagle zum Beispiel mit einem Editor zusammen, der dann auch noch mal drüber schaut, minimale Stellschrauben dreht und oftmals noch mal am Wording korrigiert. Bei den Sachen, die in einem größeren Verlag erscheinen, mit einem Lektorat, das aber auch inhaltlich noch mal drüber schaut. Und das hilft schon. Also es hilft grundsätzlich, wenn jemand noch mal drüber schaut und auch noch mal so seinen Senf dazu gibt. Meine Frau macht das halt regelmäßig und da sage ich immer, du bist aber nicht Zielgruppe. Und dann cancel ich das sozusagen. Aber ja, es tut mir dann auch gut. Und gerade bei den Dingen, die auch so ein bisschen erfolgreicher sind von mir, die sie dann auch vorher noch gut gefunden hat, sagt sie dann immer, hör mal öfters auf mich. Und das stimmt also auch. Also ein Stück weit sollte man nicht nur seiner eigenen Stimme vertrauen, sondern auch auf eine andere Stimme. Aber es muss nicht sein. Darf ich noch kurz eine Folgefrage an Sascha richten, bezüglich mit Autoren arbeiten, weil ich habe jetzt die Erfahrung eher weniger gemacht, weil ich ja eigentlich immer solo bin. Und die Frage ist, also ich habe immer das Problem, wenn mir jemand eine Geschichte oder so verkaufen will, dass ich nicht denke, dass ich gut genug bin, um die so umzusetzen, wie er sie sich vorstellt. Hast du das Problem auch manchmal, wenn du eine Geschichte von jemand anders kriegst? Das ist ja das sogenannte Imposter-Syndrom. Also das ist ja dieses Hochstapler-Syndrom, dass man denkt, irgendwie man an der Stelle, wo man ist, ist man gar nicht richtig. Derjenige hält einen für jemand anderen. Also der hält mich für einen guten Comiczeichner, weil in meinen Augen bin ich kein guter Comiczeichner oder bin kein Comiczeichner, um seine Ansprüche zu erfüllen. Nö, habe ich nicht. Aber nicht, weil ich so ein unfassbar geiler Comiczeichner bin, sondern weil ich denke, verdammt nochmal, guck dir das Zeug an, was ich gemacht habe. Besser als das wird's nicht. Und lebt damit. Und bei meisten Autoren ist es auch so, die freuen sich einfach nur darüber, dass sie so einen Zeichenknecht erwischt haben, der bereit ist, das für die zu machen. Ich finde es dann aber, und das ist dann auch das Problem, wenn man mit einem Autor manchmal zusammenarbeitet, wenn der nicht texten kann, weil er halt einfach, also vielleicht ein guter Texter ist, aber eigentlich Filmdrehbücher geschrieben hat und versucht, diese Sachen dann eben auf Comics zu adaptieren, dann kann es auch schon mal passieren, dass man selber wieder so sagt, nee, pass mal auf, das müssten ungefähr 20 Bilder pro Seite sein und alle randvoll mit Text, dann lassen wir die Bilder einfach weg und nennen das Ding Buch. Und das ist dann halt so, dann muss man selber auch mal regulieren irgendwie und dann wird dann halt am Ende der Comic nicht besser. Also es sei denn, man schreitet ein und tut was dagegen. Aber ich denke mal, wenn man halt irgendwie so sich verständigt, was erwartet der andere von einem, der kommt ja auf dich zu und will was von dir oder man erarbeitet gemeinsam etwas, dann ist das kein böses Überraschen wie, oh, du bist ja scheiße. Also das sollte man im Vorfeld mal irgendwie abgeklopft haben, denke ich. Okay, danke für die Antwort. Bevor wir jetzt gleich, weil die Zeit neigt sich dem Ende, dann auch das Mikro, was ich gleich hier vorne aufbauen werde, fürs Publikum öffnen. Und ich möchte an der Stelle nochmal erinnern an hier diese Überraschungsbox. Die letzte Frage von, also die Person, die die letzte Frage heute stellen wird, kriegt diese total geile, mit super tollen Inhalten gefüllten Überraschungsbox. Nochmal die Frage an euch zum Schluss. Wie zeitgemäß müssen Comics sein? Ich kann mir vorstellen, dass Comics meinetwegen in den 80ern oder 90ern ganz anders geschrieben worden sind, als sie heute geschrieben werden. Weil natürlich einfach auch so ein bisschen die Umgangsform andere sind. Vielleicht das Weltbild oder eben auch konkret das Frauenbild ein anderes ist. Wie zeitgemäß müssen gute Comics sein? Ich baue das mal das Mikro davon auf. Dann übernehme ich das gerade mal eben gerade. Also zeitgemäß finde ich, das hat irgendwie so eine kurze Halbwertszeit. Also wer irgendwie sich an die Comics von Image erinnert aus den frühen 90er Jahren, das waren ja alles Comics, die super geil aussahen, aber irgendwie dieselben Geschichten erzählt haben. Ist schwierig gegen diese Stimme, die ihr hoffentlich auch hört, die nicht nur in meinem Kopf ist, anzureden. Das ist so ein bisschen zu viel zeitgemäß, bedeutet auch, dass man sie nach 10 Jahren, nach einer Dekade vielleicht gar nicht mehr liest, weil man sie doof findet, weil man sie nicht mehr versteht und weil man das Interesse daran verloren hat. Also eine zeitlose Geschichte zu finden ist natürlich geil, aber das gilt ja nicht nur für Comics, das gilt ja auch für Literatur, es gilt für Filme. So ein richtig schönes zeitloses Ding ist natürlich auch echt eine tolle Sache. Und es ist also eine Frage wie zum Beispiel Matt Eagle, der sich natürlich schamlos der 80er-Jahre-Nostalgie bedient.
Finden die Leute das in 5 Jahren noch geil, wenn vielleicht dann die 90s oder die 50s wieder angesagt sind? Ich weiß es nicht, aber ich lasse es halt einfach mal drauf ankommen. Aber ich würde einen Comic tatsächlich eher nicht so zeitgemäß sehen. Inhaltlich gibt's so Sachen wie zum Beispiel, und dann höre ich dann auf und übergebe an dich, ich habe dann ein Zitat aus dem Film 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte. Und da wird das N-Wort sehr häufig verwendet. Und das habe ich auch 1:1 so in dem Comic übernommen. Und da sagte mir mein Herausgeber, mach das nicht, schwärz das bitte. Und da habe ich drüber nachgedacht, fühlte mich im ersten Moment auch ein bisschen zensiert. Dachte aber, ja, das wäre tatsächlich in der Tat unzeitgemäß, das noch so zu verwenden wie in einem Film von 1982. Und hab's getilgt, hab's aber hinten im Anhang erklärt. Weil ich mir schon Gedanken drüber gemacht habe. Und ich wurde auch online angesprochen und ein bisschen angefeindet, weil ich mich ohnehin so einem Film dann bedient habe. Also diese Wokeness, die mir da entgegenschlug, hat mich auf der einen Seite verblüfft, auf der anderen Seite aber auch in dem bestätigt, dass ich das Ding nachher auch geschwärzt habe. Deswegen so mit Thema zeitgemäß. Ja, es ist ziemlich schwierig, was zeitgemäß ist, zu erschaffen, weil die Zeit sich ja auch immer ständig ändert. Asterix zum Beispiel ist ja eigentlich ein richtig zeitloser Comic. Den gibt es ja jetzt schon seit den 60ern, 70ern und ist heute eigentlich immer noch angesagt. Und dann gibt es Comics von vor 2 Jahren, die interessiert halt keine Sau mehr. Und ich hoffe, dass ich mit Apfel der Barbar irgendwie was Zeitloses erschaffen habe, auch wenn ich mich wahrscheinlich sehr, sehr stark an die 80er-Jahre-Klischees halte damit. Wer weiß, vielleicht ist in 10 Jahren schon verpönt, dass man halt Muskelmänner zeichnet. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch der größte Hit in 10 Jahren. Man kann halt nur gucken, dass man irgendwie eine Spaghetti an die Kühlschranktür wirft und dass sie dann kleben bleibt. Ja, gerade beim Thema Humor einfach auch, ne? Zeitgemäßer Humor, der funktioniert häufig ja nur in den Zeiten, in der gesprochen worden ist und veröffentlicht wurde, der in vielen Fällen dann eben nicht mehr funktioniert. Und ich möchte auch das Mikro wieder, wie gesagt, freigeben fürs Publikum. Wer Fragen an Michael und Sascha hat, darf sie gerne jetzt stellen. Wir haben noch ein paar Minuten. Und wie gesagt, es gibt das Überraschungspaket. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Das ist deine Chance, Jens. Also ich fange mal an. Auch wenn ich wahrscheinlich dadurch das Überraschungspaket nicht bekomme. Ich habe gleich 2 Fragen. Die eine Frage ist, was zeitgemäße Comics angeht. Michael, du hast das Stichwort Asterix fallen lassen. Und gerade die Asterix-Comics sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie viele zeitgemäße Sachen aufgenommen haben, die damals, als dieser Comic entstanden ist, gerade irgendwie in der Politik oder in der Gesellschaft aktuell waren. Und trotzdem kann man die heutzutage natürlich noch lesen, befreit von diesem Zeitgemäßen. Was glaubt ihr, wie schafft man als Künstler diese Balance, wenn man sagt, okay, ich möchte zeitaktuelle Themen irgendwie in meinen Comic einfließen lassen und trotzdem einen Comic schaffen, der zeitlos ist? Also erstmal danke für die Frage. Ich denke, das kommt halt wirklich auch darauf an, ob man sich mit den Sachen, die in dem Comic sind, auch heutzutage noch identifizieren kann. Gut, das beste Beispiel aus dem Zeichentrickfilm von Asterix mit dem Passierschein A38 kennen wir jetzt mittlerweile alle als Erwachsene, was für ein Blödsinn Bürokratie ist. Und das finden wir halt immer noch lustig, obwohl das ein Film aus den Ende der 70er ist. Ich denke auch, also wenn man zum Beispiel das Thema Rassismus aufgreift, dann ist das Thema an sich viel, viel größer und viel, viel zeitloser, als wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Personalien von der AfD abarbeiten würde. Das heißt, wenn man sich den Asterix anguckt und gerade die von dem Goscinny getextete Sachen, du hast das angesprochen, das ist eigentlich auch aus dem Comic Asterix als Legionär, wo der in diesem Kreiswehrersatzamt die ganze Zeit ist und nachher wahnsinnig wird. Klar, das ist natürlich aus der Zeit der 60er Jahre, aber es wirkt immer noch, weil es eben diese bürokratische Form ist. Es ist aber auch Slapstick, es ist Humor.
Das, so funktioniert das, denke ich mal. Also so kann man, glaube ich, auch solche Themen zeitlos visualisieren, ohne dass sie wie so eine politische Karikatur sind, die man vielleicht nach einem Jahr nicht mehr erkennt, weil man denjenigen nicht mehr erkennt, der da karikiert wurde. Okay, danke. Noch die zweite Frage, die geht ein bisschen darum, über das Handwerkliche beim Comic schaffen. Wenn ich mir jetzt so eine Story überlegt habe, einen Helden habe oder eine Heldin habe, eine Figur habe, und dann sage ich, okay, dann passiert das und das und das, und vielleicht komme ich an einen Punkt, wo sich mir drei Möglichkeiten bieten. Hattet ihr schon mal die Erfahrung und wonach entscheidet ihr euch, welchen Weg die Figur gehen wird? Also ich würde mich, um der Story mehr Spannung zu verpassen, immer den schlechtesten Weg, also die Figur den schlechtesten Weg nehmen lassen, einfach um die Spannung zu erhöhen. Das ist ja letztendlich die Katastrophe, von der du sprichst, die dann eben passieren muss, um der Figur einen kathartischen Moment zu verschaffen. Und ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, den übelsten Weg für die Figur zu verwenden, weil sonst ist ja so der Comic ja auch direkt, oder die Geschichte wäre fertig und sie wäre uninteressant. Die Figur muss halt gefordert werden, sie muss daran wachsen und am Ende sozusagen erwachsen aus dieser ganzen Geschichte hervorgehen. Und dann hat man auch das Gefühl, dass diese Entwicklung auch abgeschlossen ist. Deswegen, also ich würde dann auch sagen, bei drei Möglichkeiten auf jeden Fall immer den steinigsten Weg. Dankeschön. Danke auch. Bitteschön. Noch weitere Fragen aus dem Publikum? Wer jetzt fragt, kriegt die Wundertüte. Da ist euer Moment. Oh, ja. So, hallo zusammen. Ich hätte eine Frage, inwiefern euch Social Media... Darf ich das abnehmen? Inwiefern euch Social Media als Werkzeug hilft? Also... Ihr sagt ja generell, dass es schon sehr schwierig ist, Fans zu erreichen, weil es einfach eine sehr kleine Fanbase ist in Deutschland. Erleichtert euch Social Media also, die Fans zu erreichen, oder ist es schwierig, weil es auch sehr viele Kritiker gibt? Finden Fans euch dadurch leichter? Also wie würdet ihr euch das einschätzen? Ich glaube, das ist, also ja, danke, also auch danke für diese Frage. Ja, Social Media erleichtert das, in Kontakt zu treten. Ich kenne, heute sind Leute auf mich zugekommen, die mich von Instagram oder von Facebook kennen. Und das sind auch so die beiden Kanäle, die ich bediene. Ich mache das auch relativ lebendig, bemühe mich also auch immer mal wieder was zu füttern. Aber auch nicht so, dass ich so denke, ich muss mal wieder was posten, sondern habe halt auch so ein Format, wo ich jeden Tag ein Bild von einem Comic auf Instagram rausschieße. Und man liest im Prinzip den Comic sehr, sehr langsam. Das funktioniert schon ganz gut. Es kommt halt auch ein bisschen darauf an, was man mir als Person abnimmt. Also ich bin halt 50 Jahre mittlerweile. Nimmt man mir TikTok ab? Ich glaube nicht. Also deswegen ist es halt, bin ich eher so auf den OPI-Formaten wie eben Facebook hängen geblieben. Und Instagram mag ich sehr gerne, weil es eben diese Bildorientierung hat und man natürlich sehr schnell viele Dinge erfassen kann. Auf Twitter wird man mich zum Beispiel nicht finden, weil es mich einfach wahnsinnig macht und ich mich da einfach zu sehr aufrege. Aber im Großen und Ganzen hilft mir das sehr, auch so ein bisschen mit der Community in Kontakt zu bleiben. Und mir ist es auch sehr wichtig, was Leute denken. Und wenn die Bock haben, mir was zu schreiben, wie doof das war oder wie schön es war, dann machen sie das manchmal und das freut mich dann. Also Feedback ist wichtig und gut. Dem kann ich jetzt eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. Das hat der Sascha perfekt erklärt. Vielen Dank für deine Frage. Dankeschön. Damit ist entschieden, unser Talk, kreative Comic-Stories, was sind gute Comics, endet hier. Wer Lust hat, ihn nochmal nachträglich zu hören, die Zeit ist leider vorbei, der kann das gerne nachträglich tun im Podcast der Telestammtisch oder bei den Comic-Cookies, noch nicht so ganz raus, aber ihr werdet es auf jeden Fall finden, wenn ihr uns auf den Social-Media-Plattformen folgt. Lieber Sascha, lieber Michael, vielen Dank. Michael werden wir morgen nochmal sehen beim Talk über Comics zeichnen, Tipps und Tricks von den Profis, zusammen mit unter anderem Jens Kasper, der auch hier sitzt, und der lieben Alisa. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und viel Spaß noch auf der Con. Ciao. Danke fürs hier sein. Hallo und herzlich willkommen hier zum Bühnenpanel mit dem Thema Comics und genau genommen dem Comic
Thema Comics zeichnen, Tipps und Tricks von den Profis. Mein Name ist Andreas Prill, ich bin Podcaster und Moderator des Podcasts Der Telestammtisch. Und wenn alles richtig gut laufen sollte, dann könnt ihr den Spaß nachträglich auch dort im Podcast hören. Wir werden im Anschluss an unsere Gesprächsrunde mit den drei Persönlichkeiten, die ich hier heute vorstellen darf, auch noch eine Fragerunde haben. Das heißt, ihr da draußen, ihr könnt Fragen stellen und es gibt jede Menge Geschenke. Die letzte Person, die hier heute eine Frage stellen wird, wird eine super geile Überraschungstüte mit Comic-Inhalt und Comic-Content bekommen. Da ist es schon mal ein Teaser. Und der liebe Jens, der hat hier auch noch jede Menge Geschenke am Start. Ich weiß nicht genau, wie und wo wir die heute verteilen werden, aber ist alles für euch. Zunächst erst einmal ganz großen Applaus auch an die Veranstalter der Comic-Con, die tatsächlich ja auch Comic-Inhalte hier auf die Bühne packen. Dafür sind wir sehr dankbar, dass hier auch Comic stattfindet. Das ist nicht selbstverständlich bei einer Veranstaltung mit sehr vielen Sternchen aus TV und Serien und natürlich auch viel Cosplay-Content. Da also nochmal herzlichen Dank und auch großen Applaus für die Comic-Inhalte, die hier auf der Bühne geboten werden. Vielen Dank. Und ich setze mich jetzt hin und habe aber auch die große Freude und Ehre, hier drei Personen vorzustellen, die richtig viele Comics, richtig viele Illustrationen und jede Menge weiteren geilen Scheiß für euch gemacht haben im Laufe der letzten Jahre. Sie sind tatsächlich Profis, das behaupte ich nicht einfach nur so. Ich habe gesehen, was die machen, es stimmt. Wir haben hier drei Personen sitzen. Ich möchte beginnen mit der lieben Sakubik, aka die liebe Alisa. Sie macht auch ganz viele Illustrationen. Unter anderem ist sie auch mit ihren Party-Achievements unterwegs. Was es ist, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Sie kommt aus München, hat dort auch ein KünstlerInnen-Netzwerk aufgestellt, von dem sie vielleicht auch nochmal berichten kann, weil das sicherlich auch gut zum Thema passt. Hallo Alisa. Hi. Der junge Mann, der daneben ihr sitzt, den haben wir bereits gestern auf der Bühne gehabt. Der liebe Michael Wild ist ebenfalls Comic-Autor, hat ganz viele tolle Sachen gemacht, unter anderem seine Pipan-Geschichten oder eben auch den Apfel. Ganz aktuell ist was Neues erschienen, was Episches mit der Apfel der Barbar ist, glaube ich, der Titel. Ich freue mich auch sehr, dass er heute da ist. Hallo Michael. Hallo. Und zu guter Letzt, der dritte Mann hier in der Runde ist der liebe Jens. Der liebe Jens ist Stuttgarter Künstler, der auch vor gar nicht allzu langer Zeit hier eine Ausstellung in einer Comic in einer Bibliothek gehabt hat, dort seine Werke vorstellen konnte. Seine Werke, seine Reihe, seine Superheldenreihe. Libelle und Drachenfaust, da gibt's glaube ich auch Solos mit nur Libelle, nur mit Drachenfaust und auch weitere Dinge, die er hier gemacht hat. Ich freue mich auch sehr, dass es heute geklappt hat. Hallo Jens. Hi. Und das bedeutet ja irgendwie auch, dass ihr alle drei irgendwas mit Comics macht, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz reihum mal eure Arbeitsweisen vorstellen. Also nicht nur auf Comics begrenzt, sondern gerne auch auf Illustrationen verschiedener Art und Weise. Wenn ihr euch hinsetzt und ihr wollt was zeichnen, vielleicht eine Geschichte oder eine Illu oder was auch immer. Also wie macht ihr das zu Hause, wenn ihr eben nicht Originalartwork zum Beispiel verkaufen musst? Also ist digital quasi auch ein Weg. Jens, fang doch mal an. Wo beginnst du beim Erstellen von Comic-Kunst? Ich habe jetzt gerade meine Arbeitsweise ein bisschen umgestellt von Stift auf Papier zu digitalem Zeichnen auf dem Tablet dann. Und da ist natürlich schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber bei klassischem auf Papier zeichnen fängt man meistens an, erstmal, dass man so eine kleine schlampige Version macht von der Seite zum Beispiel, wo man es einfach hinrotzt oder mit Strichmännchen macht. Dass man so ein bisschen die Aufteilung hat und wo kommen die Sprechblasen hin und so weiter und so weiter. Und dann macht man entweder da drüber oder noch auf eine neue Seite dann nochmal eine bessere Zeichnung sozusagen oder halt eine Feinzeichnung. Und die scanne ich dann ein oder habe ich eingescannt früher und dann noch ein bisschen im Photoshop bearbeitet, so verzockte Linien entfernt und retuschiert. Und da habe ich dann eben im Photoshop noch die Farben drauf gemacht, im Illustrator dann die Sprechblasen und dann die Druck-PDF und dann ist fertig. Das war alles. Ganz viele Comic-Schritte, ja, Zwischenschritte auch und du hast da offensichtlich auch Erfahrungen in verschiedenen Art und Weisen, eben solche zu erstellen. Michael, wie sieht das bei dir aus? Wo fängst du an? Bei mir sieht es ziemlich ähnlich aus. Ich fange auch traditionell auf Papier mit Bleistift an und arbeite mich dann weiter. Einfach die Skizzen, dann fange ich an, die ein bisschen zu beheben, dann mit Tuschefiller drüber, um alles schwarz zu machen, ausradieren, einscannen und dann arbeite ich digital für die Farbe weiter. Vielen Dank. Und Alisa, zu guter Letzt auch noch zu dir. Bist du rein digital unterwegs? Nein, immer mehr, weil es einfach einfacher ist, ein iPad mit mir rumzutragen als diverse Skizzenbücher. Es variiert aber immer noch sehr stark. Aber ich denke, also auch manchmal, wenn ich von Hand Sachen zeichne, mache ich trotzdem meine Skizzen digital, weil ich mir sonst denke, sonst verbrauche ich irre viel Papier. Und wenn sie so schmierig werden, muss es noch nicht so genau werden. Und wenn ich dann eine genauere Komposition habe, dann entweder wird sie digital oder von händisch weiter ausgearbeitet, aber es variiert doch stark.
Es soll uns hier und heute vor allem auch um Tipps und Tricks gehen. Das heißt also, wenn ihr vielleicht irgendwann mal Lust habt, selbst mit Comics anzufangen oder vielleicht sogar schon mittendrin seid, dann ist das hier hoffentlich heute der Panel-Talk, bei dem wir da so ein bisschen ins Detail gehen können und solche Tipps und Tricks für euch droppen. Ja, wir haben ja alle, beziehungsweise ich ja nicht so, ne, aber ihr habt ja alle irgendwann mal mit Zeichnen angefangen. Auch nochmal deswegen so reihum. Wenn ich jetzt so richtig Lust habe, ich möchte was machen. Ich habe zum Beispiel schon seit Jahren Bock, irgendwie einen Comic über Podcaster zu machen. Ich habe nur keinen blassen Schimmer, wie ich das anstellen soll. Wo würdet ihr sagen, fängt man am besten an? Was sind so die ersten wirklich sinnvollen Schritte, ins Illustrieren und Comiczeichnen einzusteigen? Jens, vielleicht willst du da mal beginnen. Ich würde vielleicht kurz mal was demonstrieren gleich. Gern, wenn es jetzt irgendwie ergibt, ja. Ja, ich mache da auch ab und zu Workshops an so Realschulen, wie man halt einfache Comics schnell praktisch so eine schnelle Grundlage, wie man loslegen kann. Und zwar mache ich da meistens als Aufgabe, dass man sagt, 4 Panels als Start oder als Ziel ungefähr. Also Panels sind die Einzelbilder von Comics, falls das jemand noch nie gehört hat oder sich gefragt hat, was das heißen soll. Du fängst also schon grundsätzlich mit Paneln an, ist das richtig? Also wenn man jetzt Richtung Comic geht wirklich, also für eine Zeichnung gilt wieder andere Sachen, wenn es jetzt nur ein Cover ist oder ein Pin-Up oder halt eine Einzelseite einfach. Und man muss natürlich auch auf keinen Fall 4 Panels haben, das ist aber nur als Startpunkt ist das ganz geschickt. Dann hat man, also im ersten Panel muss man irgendwie halt etablieren, was man eigentlich, um wen geht, was passiert so. Da kann man zum Beispiel einfach eine Figur machen, was weiß ich. Du bist also gleich beim Story aufbauen, versuchst gleich in dieses sequentielle Erzählen reinzugehen. Du fängst also nicht an, erstmal, keine Ahnung, jetzt den besten Stift zu kaufen, den du finden kannst und dann irgendwie 3 Stunden lang an den Gesichtszügen zu arbeiten. Nee, überhaupt nicht. Also man kann auf jedes Papier mit jedem Stift malen. Also wenn man Bock hat, was einen Comic zu machen, dann findet man da schon einen Weg, finde ich. Also es gibt natürlich auch, also ab einem gewissen Punkt bringen natürlich bessere Stifte und besseres Papier oder ein besseres Tablet schon irgendwie einen Mehrwert, aber zum Starten spielt es völlig überhaupt keine Rolle. Also wenn man Bock hat, einen Comic zu zeichnen oder wenn es aber langweilig ist, einfach mal ausprobieren. Da passiert eigentlich immer irgendwas. Genau, also wir haben im ersten Bild so praktisch die Vorstellung. Da könnte der sagen, hi, ich bin Tom oder ich bin Tina oder was weiß ich. Dann, Moment, wie ging es weiter? Ach genau, dann muss irgendeine Aktion passieren im zweiten Panel. Also zum Beispiel, die Figur läuft irgendwo hin oder sagt irgendwie, ja, dammit, ich habe irgendwas vergessen oder irgendwie irgendwas, ist eigentlich egal. Dann im vierten muss natürlich die Auflösung kommen, also das Ende. Also da wäre natürlich eine Pointe gut oder eine Punchline oder eine sonst irgendwie geartetes Ende, keine Ahnung. Und im Bild 3 ist meist, also wie gesagt, 1 ist Start oder Vorstellung. Dann kommt die Aktion und dann im Panel 3 mache ich dann gerne eine Wende oder halt irgendwie einen Twist oder sowas. Und dann hat man praktisch, da hat man die Vorbereitung fürs Ende und das muss dann zünden. Also machen wir hier die Wände. Und hier, ja, das war's. So. Cool, dankeschön. Das heißt also gleich von Anfang an den Comic mit den Panels und hoffentlich weiß man als Comicleser auch, was ein Panel überhaupt ist. Das wissen ja vielleicht auch noch nicht alle. Und, ja. Alisa, wie hast du denn angefangen mit Zeichnen, beziehungsweise was sind so aus deiner Sicht die ersten Schritte? Der Jens hat ja jetzt schon auch erzählt, man könnte ja auch digital zeichnen und so. Kann ich das mit meinem Smartphone auch machen? Smartphones finde ich schwierig, weil der Bildschirm ist sehr klein und die Hände sind sehr dick und dann kommt man eigentlich zu nichts. Ich würde auch gar nicht so unbedingt sagen, so wie ich anfange, ist, wie man einen Comic anfängt, sondern ich glaube, ganz oft ist es ja auch jemand, der ganz, ganz frisch erst einen Comic macht, der hat noch sehr große Berührungsängste. Und das ist einfach erstmal nur wichtig, überhaupt einen Comic zu machen. Und wenn es auch nur ein Panel ist, also wirklich nur eine Figur, die was sagt, oder zwei, die eine kurze Konversation führen. Und dann kann man sich immer überlegen, okay, fehlt noch was, fehlt mir eine wichtige Option und dann kann man einfach immer ein Stück weitergehen. Würdest du sagen, es ist sinnvoll, wenn man selbst schon auch Comics gelesen hat und sich mit dem Medium ein bisschen vertraut gemacht hat? Auf jeden Fall. Also jeder liest ja eigentlich Comics, jeder hat schon mal einen Comic gelesen und wenn es nur in der Zeitung war. Also ich glaube, es ist unmöglich, dass man noch nie einen Comic gelesen hat. Und es ist einfach nur ein Bild mit Worten. Ein Bild mit Worten. Oh, okay, lieber Michael, wie sieht es bei dir aus, wenn wir jetzt einen Comic zeichnen wollen? Wir haben jetzt gerade angefangen, wir wissen, was ein Panel ist. Wenn wir zum Beispiel uns über Figuren unterhalten wollen. Du hast ganz unterschiedliche Figuren, die auch unterschiedlich komplex gezeichnet sind, kann man ja sagen. Ich behaupte jetzt mal, der Pipan ist so vom ersten Ansatz vielleicht eher schlicht gehalten, wäre jetzt meine Theorie. Und andere sind aber deutlich ausgearbeiteter. Was würdest du für den Einstieg empfehlen, wenn es um Charaktere geht? Ich würde auf jeden Fall am Anfang mit etwas Simplem anfangen. Normalerweise
kann man schon eine Figur erkennen, wenn eigentlich nur zwei Punkte als Augen da sind. Und das reicht meistens eigentlich schon. Dann kann man eigentlich noch einen Kopf machen und dann vielleicht als Strichmännchenfiguren machen. Sehr gutes Beispiel sind die Egon Forever Cartoons von André Lux. Die sind wirklich nur Strichmännchen und die funktionieren auch alles super. Ohne dass da jetzt massig Hintergründe oder so sind. Also man kann von ganz unten anfangen und meistens reicht es schon. Und wenn man will, kann man sich dann auch weiter immer hocharbeiten. Ja, insbesondere die gerade sehr aktuellen Strichmännchenfiguren, die es auch nicht nur vom André gibt, sondern ja auch noch von anderen. Krieg und Freitag heißt er, glaube ich, macht eigentlich das vergleichbare Sachen. Das sind natürlich reproduzierbare Sachen. Also ich kann da letztlich ein Strichmännchen mit einem Hut und ohne Hut machen, habe ich zwei Figuren. Wie sieht das jetzt aus mit ja auch komplexeren Dingen? Wenn ich mir jetzt hinstelle und mal einen Apfel und mal daneben noch einen Apfel, dann sehen nicht beide Äpfel gleich aus. Hast du Hinweise für uns oder Tipps vielleicht, wie ich es schaffen kann, möglichst auch wiedererkennbare Figuren zu schaffen? Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Eine wiedererkennbare Figur, die zeichnet sich meistens durch irgendwelche kleinen stilistischen Mittel aus. Meistens erkennt man die schon an der Silhouette, dass die schon ausgeprägt ist, eventuell durch irgendwelche Haarzipfel oder sonstige langen Nasen. Man erkennt zum Beispiel einen Asterix an dem Flügelhelm und der großen Nase einfach nur am Umriss, ohne dass man die ganze Figur sehen muss. Und so ist eigentlich auch meine Herangehensweise einigermaßen. Also mein Apfel, der ist jetzt, hat zum Beispiel einen Stiel und zwei Blätter dran an dem Stiel. Die meisten zeichnen dann den Apfel wieder mit dem Blatt direkt am Apfel oder eventuell noch komplett anders. Also ja, da muss man eben seinen eigenen Weg finden. Jens, wenn ich mir jetzt so ein Superheldenheft in die Hand nehme und du bist ja auch ein bisschen hier Vertreter des Superhelden-Genres, dann ist bei so einem Marvel- und bei so einem DC-Heft das dann schon so, dass ich, wenn ich in Impressum schaue oder meistens sogar auf die Cover, da stehen eine ganze Menge Namen drauf. Da sind nämlich nicht nur die Texter drauf und da sind nicht nur die Leute drauf, die die Inks machen und die beziehungsweise die Pencils viel eher, sondern eben auch die Kolorierung machen. Das ist ja eine ganz wichtige Facette. Du bist jetzt quasi die laufende One-Man-Show und machst alles allein. Wie wichtig ist denn, ja, Kolorierung für so einen Comic? Brauche ich die eigentlich? Also ich finde es tatsächlich super wichtig. Ich habe da auch viel rumprobiert, weil ich am Anfang keine Ahnung gehabt hatte. Also ich habe mit meinem ersten Heft, das war mein erster Comic, der länger als eine Seite ging, war gleich Drachenfaust 1. Da habe ich ein bisschen arg knallige Farben benutzt. Das kam dann ein bisschen als negative Kritik zurück. Habe ich aber beibehalten größtenteils. Und da wollte ich mich halt absetzen. Irgendwie, also so vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, nachdem Sin City rauskam, der Film, war das so der Trend, dass man alles schwarz-weiß macht plus eine Signalfarbe, meistens rot. Das fand ich deswegen super, also nicht per se schlecht oder so, aber das wollte ich halt nicht auch nochmal machen. Und ich habe das Gefühl, jetzt mittlerweile schnalle ich auch Kolorierung immer mehr und man kann damit halt extrem viel mit der Stimmung arbeiten oder auch mit Wiedererkennbarkeitswert, dass irgendwie eine Person oder eine Figur immer eine spezielle Signalfarbe trägt, zum Beispiel gelb oder was weiß ich, irgendeinen abgefahrenen Farbton und der halt sonst ein bisschen vor dem Hintergrund raussticht, dann checkt man immer gleich so im Vorbeigehen schon, ohne dass man was liest oder groß verstehen muss, ah ja, das ist die Person oder das ist Superman, der ist blau, das ist Batman, der hat die Fledermaus auf der Brust und so weiter. Also umso schneller es erkennbar ist, umso einfacher ist es sozusagen. Ja. War das die Frage? Keine. Das war die Frage auf jeden Fall, weil sie natürlich Wiedererkennungswerte schafft, wie du schon gesagt hast. Ne? Alisa, wie sieht das aus? Wenn Farben, da kann man ja ganz viel mitmachen. Würdest du dem Jens da zustimmen, dass sie für die Wiedererkennungswerte wichtig sind? Und dann vielleicht auch die Folgefrage gleich. Du bist ja auch im Illustrationsbereich sehr aktiv und machst da auch viele Dinge. Wie wichtig sind denn auch Farben, um zum Beispiel auch Stimmung zu erschaffen? Sind das überhaupt Gedankengänge, die ich mir als Anfänger machen muss? Ich glaube, als Anfänger ist es wirklich erstmal wichtig, überhaupt irgendwas zu machen. Und nach einer Weile kriegt man dann ein Gefühl dafür. Auch je mehr man sich ansieht, weiß man mehr, was man machen muss. Aber ja, Farben sind sehr wichtig für sowohl Stimmung als auch für die Wiedererkennung. Gerade so, will ich eher was Kälteres, was Wärmeres? Ist es was Fröhliches, was Trauriges? Das macht schon sehr viel aus. Aber Farben dauert lange zu lernen. Also das ist wirklich nicht einfach. Also wir gucken da auch immer wieder und lernen. Und man muss sich da schon ein bisschen hinsetzen und üben. Und deswegen, ich glaube, bevor man nichts macht, aus Angst, dass man die Farben verkackt, da würde ich lieber irgendwas machen. Ja, da gibt es ja die sogenannten Farbpaletten. Im Regelfall bedient man sich eben nicht allen x Millionen Farben, die es gibt, sondern reduziert sich auf eine, letztlich auf eine Farbpalette, die auch eine gewisse Stilistik dann irgendwie auch ausdrückt. Machst du das auch, dass wenn du beispielsweise deine Party-Game, diese Party-Achievements, die du uns gerne noch mal kurz auch vorstellen kannst, dass du dich da auf, sag ich mal,
eine überschaubare Anzahl an Farben reduzierst beim Erstellen? Also bei den Achievements jetzt nicht. Naja, es kommt drauf an. Also ich habe es ja mit Tieren und die Tieren, denen gebe ich schon ihre Farbe. Aber so das große Farbschema von dem Spiel ist halt immer so orange-braun. Und dann kommen immer die extra Farben hinzu. Das heißt, man hat schon immer diese Wiedererkennung durch diese Badges. Die Hintergründe sind auch mal in anderen Farben. Aber es passt, weil es in dem Fall ja auch etwas sehr Buntes und sehr Fröhliches und was sehr Energiereiches ist. Und je bunter es ist, desto wilder darf es natürlich auch werden. Da wollte ich noch kurz was. Captain Berlin ist ein ganz gutes Beispiel. Der hat, glaube ich, eine feste Farbpalette immer von 16 Farben, wenn ich mich nicht irre. Und es sind also praktisch dann fürs ganze Heft werden praktisch nur 16 Farben ausgewählt. Und das hat den Vorteil, das hat man früher gemacht, das ist praktisch klassische Herangehensweise, meine ich, damit die Drucke, glaube ich, schärfer werden oder die Farben mehr knallen, dass man praktisch die nicht gemischt hat oder nicht irgendwie wie jetzt im modernen Druck, so digital druckst, was ich 16 Millionen Farben nimmt, sondern einfach 16 feste Farben. Und das schränkt einen zwar erstmal ein als Künstler, aber wenn man es dann hinkriegt, irgendwie die 16 Farben halt sinnvoll zu kombinieren, dann leuchtet es halt viel mehr und knallt viel mehr. Also das kann auch auf jeden Fall, kann auch weniger oder deutlich mehr sein. Ja, und Farben sind natürlich auch ein Erkennungsmerkmal für die Figuren. Ich möchte da noch auf dieses Meme hinweisen, bei dem quasi nur ein paar Punkte Farben dargestellt werden, wie zum Beispiel blau, gelb, grün, gelb und das dann Marge Simpson. Und allein dadurch kann man schon die Figuren eben erkennen. Ich persönlich mache meine Comics eigentlich so, dass ich meine Figuren immer sehr kräftig, mit kräftigen Farben mache und die Hintergründe dann eher gräulich, sodass die Figuren dann immer mehr rausstechen. Das sind viele gute Tipps. Der Jens hat auch schon gemeint, er gibt ja entsprechend auch an Realschulen Workshops, was sicherlich guter Einstieg sein kann ins Medium. Gerade wollte ich die Frage noch gleich weiterreichen, weiter an Lisa. Vielleicht kannst du noch, aber kurz mal trotzdem diese Workshop-Geschichte für uns nochmal erläutern. Wenn wir jetzt den Entschluss gefasst haben, wir wollen jetzt unbedingt Comics machen oder vor allem erst einmal mit Zeichnen anfangen. Reduzieren wir es vielleicht mal darauf. Ich kenne das noch von ganz früher, da gab es das bei mir in der Schule. Da war da mal so ein Malkurs und da kam eine externe Kraft und die hat mit uns dann irgendwas gemacht. Und wer Bock hatte, konnte dann nachträglich zu dieser Person an die Malschule gehen. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen was erzählen, auch vielleicht für junge Altersgruppen an Schulen. Wie funktionieren diese Workshops? Wo kann ich da anfangen? Wo kriege ich Tipps? Da würde ich wieder kurz an Flipchart wechseln. Achso, oder war das an mich jetzt? Ja, okay. Sorry. Also wie der Mr. Wild gerade schon richtig gesagt hat, kann man einfach mit Augen, kann man schon super schnell einen Charakter machen. Zum Beispiel Hello Kitty hat ja zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, was fast jeder kennt, hat keinen Mund, aber halt die Augen, deswegen kann man da. Und irgendwie reicht es schon, dass man irgendwie das sich da ein bisschen identifiziert, also was weiß ich. Also so startest du dann auch die Workshops bei dir an den Schulen? Ja, meistens mache ich da nicht den Apfel, aber halt so ein Strichmännchen reicht ja eigentlich schon. Und da kann man jetzt mal zwei Augen machen und wenn man die zum Beispiel so macht und da oben noch ein bisschen Glanzpunkt lässt, dann gibt es der Sache gleich schon irgendwie so eine Grundstimmung. Oder auch, ob man die klein macht, groß macht, weit auseinander macht, alles schon irgendwie drückt alles, assoziiert man schon Emotionen mit. Ja, schau mal, das ist schon das Level Up. Du machst schon eine Iris, du machst schon Augen rum. Das ist nicht einfach nur ein Punkt oder ein Kreis, das ist ja schon ein Schritt mehr. Man kann es jetzt auch einfach ausmalen, aber ich wollte ein bisschen angeben. Genau. Und dann kann man jetzt noch einen einfachen Mund und auch da mit der Größe variieren halt. Und dann noch einen Zahn oder so. Und dann hat man da schon, keine Ahnung, das hat jetzt keine Minute gedauert. Und dann kann man dem noch Arme und Beine hinmalen und dann kann diese Apfelfigur irgendwas machen halt, irgendein Abenteuer erleben oder sonst irgendwas. Aber wäre jetzt so zum Einstieg so eine Malschule oder so ein Workshop, wäre das eine gute Idee? Würdest du dazu raten? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man halt, also natürlich kann man es auch selber probieren, Trial and Error, einfach mal anfangen, Dinge ausprobieren, kann ich das, was funktioniert nicht so. Aber wenn man ein bisschen, also ich denke, als Startpunkt ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man auch jemand hat, der vielleicht schon ein paar Fehler gemacht hat, die man dann sozusagen ausschließen kann oder so. Also finde ich auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Eine Frage wirklich noch, weil ich glaube, du bist ja in diesem Schulthema auch vielleicht relativ gut drin. Ist die Kunstlehrerin oder der Kunstlehrer ein guter erster Ansprechpartner? Nee, also die buchen mich ja tatsächlich und die sind meistens, hängen dann voll an meinen Lippen sozusagen, weil man das halt in Deutschland im Kunststudium oder im Lehramtsstudium fast gar nicht hat, oder es hat nicht existiert, meiner Meinung nach, Thema Comic, und ist jetzt gerade am Kommen und auch sogar auf dem Lehrplan sind Graphic Novels in der 8. Klasse in Deutsch zum Beispiel. Und es kommt jetzt halt erst und es gibt wenig Experten sozusagen.
Und gerade für den Kunstunterricht oder für Deutsch oder auch während dem Lockdown oder so war das halt eine super Methode, um sich irgendwie die Langeweile auch zu vertreiben, wenn man irgendwie daheim hockt und nicht die ganze Zeit vorm Fernseher hängen will. Da kann man halt mal irgendwie probieren, so ein Bildwitz. Und wenn es nicht klappt, ist ja auch nichts, also ist ja nichts kaputt oder so. Dann hat man trotzdem eine gute Zeit gehabt. Ja. Gute Zeit, sehr wichtiges Stichwort. Alisa, du hast mir gestern im Gespräch auch einige Sachen erzählt, dass du da in München was gestartet hast für Menschen, die gern zeichnen, die sich gern vernetzen wollen und die auch wirklich jedes Level mitbringen dürfen. Vielleicht kannst du uns mal vorstellen, was für Möglichkeiten es fernab von Workshops an Schulen es vielleicht noch gibt. Genau, also das sind die Sketch Pirates in Munich. Und es ist eigentlich nur eine Community für Menschen, die gerne kreativ schaffen. Und es ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, dass sich da keiner zu schlecht fühlt und eine falsche Scham mitbringt, weil irgendwo muss ja jeder auch mal angefangen haben. Und wir selber sind auch, also von der aktuellen Community sind sehr gemischt. Also es gibt welche von uns, die das beruflich machen. Es gibt welche, die das sehr gut machen, aber nur als Hobby. Es gibt welche, die das auch gerade erst angefangen haben, die auch gar nicht den Anspruch haben, dass das jemals professionell wird, sondern einfach nur sagen, ich habe Freude am kreativen Schaffen und ich möchte gerne etwas Tolles zeichnen. Kommen da auch Leute auf euch zu, die konkret Fragen haben, die halt wirklich diese ersten Einstiegsfragen stellen, die vielleicht aber jetzt hier jetzt schon eine Zeit lang zeichnen und oh, guck mal, ich kaufe mir jetzt doch mal ein Tablet. Kommen auch solche Fragen auf euch zu? Total oft. Also uns gibt es ja erst seit einem Jahr, das ist noch nicht so lange. Deswegen haben wir jetzt nicht extremst viele Neulinge dabei, aber auch die, die jetzt schon ein Jahr oder vielleicht ein, zwei Jahre das machen, aber vielleicht auch kein Kommunikationsdesign studiert haben und nichts in der Richtung gemacht haben, die eher so Quereinsteiger sind, die sagen, hey, wie macht denn ihr das? Aber auch wir Professionals unter uns sagen, was benimmst denn du dafür im Programm und wie geht denn das und jenes? Und wir haben da eine sehr, sehr aktive Feedback-Kultur und helfen uns da eigentlich immer sehr, sehr gerne gegenseitig. Dann würde ich jetzt sehr gerne auf dieses, außer willst du noch was ergänzen? Ich wollte nur sagen, ich habe auch schon VHS-Kurse gegeben, also insgesamt ein vor den dunklen Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und da habe ich es eigentlich auch so gemacht wie unser Herr Jens, dass wir auch angefangen haben, Charaktere zu erfinden, weil meiner Meinung nach sind Charaktere eigentlich immer das Wichtigste in der Geschichte. Und wenn man einen guten Charakter hat, dann kann man damit eigentlich auch jede Geschichte erzählen, die man dann erzählen möchte. Ich habe da ein schönes Diagramm, das male ich hier am besten auch noch kurz hin, das insofern so interessant ist. Das ist hier quasi die Comic-Story mit den drei Säulen. Da haben wir in der Mitte die Charaktere oder den Charakter. Auf der einen Seite die Story oder Geschichte, wie man auf Deutsch so schön sagt. Und hier die Zeichnungen. Und ich erkläre das immer gern so, wenn die Zeichnungen nicht gut sind, aber die Charakter und die Story passen, dann hält der Comic. Ist jetzt aber die Story schlecht und die Charaktere sind blöd und es hält nur von den Zeichnungen, dann bricht der Comic quasi zusammen. Und so erkläre ich das eigentlich immer gern, wie ein Comic eigentlich funktionieren soll. Eventuell kann man natürlich auch die Charaktere weglassen und nur eine Geschichte mit ja, Story und Zeichnungen erzählen. Das kann natürlich auch halten. Aber ich bin der Meinung, die wichtigste Säule sind immer die Charaktere, um einen Comic zusammenzuhalten. Vielleicht erzählst du uns noch mal kurz auch was zu der Volkshochschulgeschichte, die du da gemacht hast. Wer waren denn das für Leute, die da zu dir kamen und haben an diesen Kursen teilgenommen? Welches Level hatten die? Vielleicht, ja, wo kamen die her? Das waren alles Anfänger, die noch nie einen Comic zuvor gezeichnet haben. Und ja, da musste ich eben, wie gesagt, so von Anfang an anfangen, wie quasi ein Comic funktioniert, wie man Charakter erstellt, wie man Charaktere zeichnet. Und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Und das würde ich auch gern wieder machen, weil es mal die Volkshochschule das wieder zulässt. Ist das üblich, dass man an Volkshochschulen sowas machen kann? Ich habe das für das erste Mal jetzt. Gibt es häufiger? Ja, also wenn es ein Comic-Schaffender in der Nähe ist, der da Bock drauf hat, der kann sich bei der Volkshochschule quasi anmelden, dass er so einen Kurs geben will und dann klappt es. Interessant, sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne auf das Thema, auf die bisschen so Facetten von analog und digital zu sprechen kommen, wo ihr jeweils auch verschiedene ja einfach auch Kenntnisstände habt.
Ich habe jetzt schon gelernt, ich kann grundsätzlich mit jedem Stift auf jedem Papier irgendwie alles zeichnen. Jetzt habe ich aber vielleicht Weihnachten vor der Haustür und will mir irgendwie auch mal was wünschen. Das heißt, wir können vielleicht ein paar Euro investieren. Fangen wir doch mal beim Analogen an. Ich weiß nicht, vielleicht, Alisa, vielleicht kannst du uns da mal Hinweise geben. Nenn ruhig auch mal Marken, wenn es da irgendwelche geben sollte. Es gibt auch beim Discounter regelmäßig gute Dinge, die für Schuleinsätze vielleicht gedacht sind. Vielleicht kannst du uns erzählen im analogen Bereich, wenn ich ein paar Euro habe, was ist vielleicht ein empfehlenswerter Einstiegswerkzeug? Also zum Einstieg, glaube ich, ist es wichtig, dass man tatsächlich nicht zu viel ausgibt, weil man hat immer Angst, was kaputt zu machen. So, oh mein Gott, das ist das teure Papier und das ist der teure Stift und dann male ich den leer und das ist ganz, ganz schlecht. Und deswegen, also natürlich, man kann sich schon ein paar schöne Sachen kaufen und dann wirklich mal was versuchen. Aber ich glaube, am Anfang ist es gerade wichtig, einfach nur, man kann auch einfach Druckerpapier nehmen, ein paar gute Fineliner, die wasserfest sind, das fände ich ganz wichtig, weil wenn man es dann danach kolorieren will, dann macht man es vielleicht auch mit Aquarellfarben und dann verlaufen die. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Und wenn man dann ein Nassmedium für Koloration wählt, sollte das Papier vielleicht ein bisschen dicker sein. Also dann vielleicht schon günstigeres Aquarellpapier. Und ansonsten aber, es eignet sich sehr, sehr viel. Also man kann auch viel mit Buntstiften machen. Wenn man eher in dieses wirklich Flächige will, dann kann man auch Copic-Marker nehmen. Die sind Marktführer. Es gibt aber auch viele günstige Alternativen mittlerweile. Gerade wenn man sagt, oh, der Stift kostet, ich glaube, 7 Euro das Stück. Das ist nicht wenig. Da gibt es sehr, sehr viele günstige Alternativen, die für einen Einstieg sehr, sehr gut sind. Gerade auch, weil Einsteiger ja auch gar nicht wissen, was ist mein Medium. Und dann möchten sie erstmal ausprobieren. Und wenn sie merken, hey, mir taugt das mit Copics, also so Markern, oder mir taugt das mit Aquarell oder mit Buntstift, dann kann man immer noch was Teureres investieren. Und man merkt auch den Unterschied, aber ich finde, wenn man anfängt, ist der nicht wichtig. Und muss ich den im teuren Fachhandel kaufen oder kann ich da auch die Angebote beim Discounter nutzen jetzt zum Schuljahrsstart? Also beim Discounter merkt man dann schon, das sind halt, ich glaube, nur normale Buntstifte. Ich glaube, richtige Marke habe ich da noch nicht so richtig gesehen. Fachhandel geht immer. Gerade auch zu Weihnachten haben die oft Angebote. Also auch wenn man sich bei den Newslettern anmeldet, ich kriege irgendwie gefühlt jeden Monat einen Gerstecker, 15% Gutschein. Den kann man immer sehr gut nutzen. Und ansonsten, tatsächlich kann man ja auch mal auf eBay schauen. Also viele Leute, die was sich gekauft haben und gesagt haben, meinem Kind gefällt das nicht mehr oder ich benutze das nicht mehr, und die verkaufen dann auch gute Ware zu günstigen Preisen. Jens, an den Schulen, die haben ja vermutlich dann ihren Farbkasten da, ihre Federmappe, oder mit was für Werkzeugen arbeitet ihr da? Ich glaube, wir haben fast alle Kids entweder mit Bleistift oder mit Fineliner gezeichnet oder mit Kuli, was sie halt dabei hatten. Also das war jetzt, die letzten zwei Mal war es eine 8. Klasse. Und ich hatte in Sommerferien, aber in Bannweil, wo ich herkomme, aus dem Dorf, im Ferienprogramm für 1. bis 4. Klasse so einen Mittag gemacht. Und da dachte ich, ist es zu viel gefragt, wenn die ihr ganzes Zeug mitbringen sollen. Da haben wir dann gesagt, falls jemand einen Lieblingsstift hat, einfach mitbringen. Und dann habe ich bei Amazon, glaube ich, 20 Packungen Buntstifte für 1 Euro pro Stück oder so geschossen. Und es waren in Ordnung, also gute Buntstifte soweit. Also da gibt es krasse Preisunterschiede. Ich habe es jetzt neulich irgendwie was gesehen in so einem, Papierfachgeschäft oder so. Da war, glaube ich, ein Päckchen Buntstifte war über 20 Euro. Dann dachte ich auch, das geht sich ja auch nicht aus. Also so. Also das ist klar, für die Marke zahlt man meistens ein bisschen mehr, aber halt, wenn man anfangen will oder wenn man Bock hat zu zeichnen, dann kommt es wirklich nicht so arg drauf an, ob das jetzt der teuerste Stift ist oder das teuerste Tablet. Das ist wie vielleicht, wenn man irgendwie Gitarre spielen lernen will, dann bringt es nichts, wenn man eine 3000 Euro Gitarre kauft, wenn man nicht spielen kann. Also so, erstmal spielen lernen, erstmal zeichnen lernen, und dann kann man ja gucken, was taugt einem, was hat man wirklich einen Mehrwert. Also kann man mit einem besseren, also viel teureren Tablet wirklich besser zeichnen, oder ist halt vielleicht 1% Verbesserung und dafür ein paar hundert Euro mehr, dann lohnt sich es auch wieder nicht. Also da ein bisschen vergleichen einfach und ausprobieren. Und also ich sehe es genauso, auf keinen Fall mit den teuersten Sachen starten, eher andersrum, sich von den billigen mal hocharbeiten und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also. Ich kann mich noch genau erinnern an den Grundschulen damals. Ich musste immer alles ganz genau spitzen. Und da wurde kontrolliert, ob die Spitze maximal spitz war und es vielleicht auch ein bisschen gefährlich wurde. Wie sieht es aus? Ist es smart eigentlich oder brauche ich die eher so rund? Ich weiß nicht, die Frage ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ist egal, oder? Ich habe das Gefühl, dass wenn ich einen spitzen Bleistift nehme, dann bin ich immer ein bisschen vorsichtiger und langsamer. Und wenn er dann schon abgerundet ist, dann geht es auf einmal ja viel schneller. Also dann wirken auch die Linien viel abgerundeter. Also ganz spitz ist irgendwie doch nicht so das Wahre. Auch wenn es cool aussieht. Also der Stift, nicht das Zeichnen.
Alles klar. Also das Talent muss in der Hand stecken, nicht im Stift. Sehr gut. Ja, dann lass doch vielleicht auch jetzt nochmal zum digitalen Bereich rübergehen. Ich habe das Gefühl, von dem neuesten heißen Scheiß, den ich auf dem Comic-Markt kriege, entsteht ein Großteil digital. Gerade die Profis, habe ich das Gefühl, zeichnen oft digital, weil sie dann eben immer und überall zeichnen können. Aber digital zeichnen, da kann die ein oder andere Person das Gefühl kriegen, ach, da drücke ich auf den Button, dann ist der Spaß ja sowieso da, muss ja gar nichts mehr machen. Ich glaube, dem ist nicht so. Es ist schon ein bisschen komplizierter. Vielleicht, Alisa, kannst du uns mal kurz einen ganz groben Einblick geben. Was bedeutet digital zeichnen? Haben die alle ein teures iPad? Zeichnen die an einem Wacom-Tablet? Und was ist das überhaupt? Also ich habe mein erstes Tablet 2007 gekauft. Das war ein Intuos 3 von Wacom. Das hat keinen eigenen Monitor drin. Das fand ich ein sehr gutes Einstiegstablet. Wacom ist aber, also er ist Marktführer, aber er ist sehr, sehr teuer. Mittlerweile gibt es aber sehr, sehr gute, günstige Marken. Ich glaube, das Huayon ist, ich kenne viele, die es benutzen und die sehr glücklich damit sind. Das Wacom-Patent ist vor nicht allzu langer Zeit ausgelaufen. Ich habe mittlerweile ein Wacom 27 QHD, das ist so groß, mit integriertem Monitor bei mir zu Hause am Rechner. Das würde ich auch nicht mehr hergeben. Das ist schon das Profimodell aber ja, auch, das ne? Ist das. Also es ist jetzt auch mittlerweile schon einige Jahre alt, aber es gehört noch zu den Profimodellen. Man kann dann direkt auf dem Tablet zeichnen. Es ist aber natürlich für mobil nicht zu gebrauchen. Das Ding wiegt 10 Kilo plus nochmal in meinem Stand mit 20 Kilo, also laufen, irgendwo hinfahren kann ich damit nicht. Für mobil ist nämlich wirklich das iPad Pro. Das nutzen fast alle, die mobil zeichnen, die ich auch kenne. Ich kenne auch einige, die auch das portable Wacom dazu hatten, die das nicht gut fanden. Ich hatte auch das Surface mal und das iPad ist top zum Zeichnen für unterwegs. Es muss auch nicht das Große sein, es reicht auch das Kleine. Und wenn man jetzt nicht das mit dem riesigen, großen Speicher nimmt, dann kann man da auch einen ganz guten Deal schlagen, wenn man jetzt vielleicht das 2018er oder 20er Modell nimmt und nicht das allerneueste. Ich persönlich bin ja weniger digital unterwegs. Ich habe halt einen Waku Bamboo. Das ist ein Zeichenstift mit einer Platte, wo man dann am Monitor sehen kann, was man dann zeichnet. Ich hatte mal ein richtiges Wacom Cintiq zum Mitnehmen und überall zeichnen, das mir eines Wintermorgens bei einem Sturz auf den Boden gefallen ist und kaputt gegangen ist. Und seitdem denke ich mir, ja, brauche ich wirklich so ein teuren Scheiß, um Comics zu zeichnen? Und die Antwort war dann halt, ja, eigentlich nicht. Eigentlich reicht wirklich nur ein Blatt Papier und ein Bleistift. Also für mich persönlich. Im Endeffekt sind solche Tablets ja eh nur Werkzeuge wie eben Bleistifte und also man muss sich halt wohlfühlen damit. Besser zeichnen kann man eigentlich trotzdem nicht. Man muss immer üben. Man muss aber weniger radieren, ne? Tastenkombination, zack, ist es zurück. Ja, das stimmt. Das ist der große Vorteil davon. Und man muss auch dazu sagen, traditionelles und digitales Zeichnen ist ein ganz anderer Haptik. Also wenn man, egal was du zuerst gemacht hast, wenn du auf andere umsteigen willst, dann musst du dich total neu an was gewöhnen. Also wenn du nur irgendwie Bleistiftzeichnungen gemacht hast und danach das iPad in die Hand nimmst, dann sieht das alles erstmal total schlecht aus. Man muss das ja nochmal klar sagen, wenn ich das iPad habe oder das Profimodell, von dem du gesprochen hast, dann habe ich diesen Bildschirm, auf dem ich zeichne. Aber wie ist das denn eigentlich, wenn ich vor mir den Bildschirm, den Monitor habe und dann unten zeichne und gar nicht sehe, was ich mache? Ist das nicht total creepy irgendwie? Das ist eigentlich genauso, wie man die Maus beim Videospielen benutzt. Also da schaut man ja eigentlich auch nie, wo die Hand ist. Da schaut man ja auch immer auf den Zeiger am Monitor. Genau, und ich habe auch tatsächlich auch erst so eins wie der Michael gehabt, also wenn man hier zeichnet, also auf dem Tisch sozusagen und dann geradeaus auf den Monitor guckt und habe mir dann aber, weil das letzte Apple-Update nicht mehr kompatibel war mit Apple, habe ich mir dann die Billigvariante von dem Wacom, also gerade so ein Huion, geholt für, ich glaube, 300 irgendwas Euro. Es ist ein 17-Zoll-Teil, also wie ein riesen Bildschirm mit Touch. Und auch so, dass man eigentlich, also integrierte Bildschirm, eigentlich könnte ich jetzt da auf den Bildschirm gucken, weil ich es mir aber angewohnt habe, geradeaus zu gucken, mache ich jetzt, also ich nutze es überhaupt nicht, dass da ein Monitor drin ist, bisschen bescheuert. Aber tatsächlich, also generell das Umsteigen auf digitale Zeichnung, das dauert so 1-2 Wochen, wo man sich fühlt, als hätte man noch nie was gezeichnet, als würde man mit links schreiben zum Beispiel, wenn man Rechtshänder ist. Also als hätte man noch... Also lernt man gerade schreiben und zeichnen ungefähr. Und dann geht's aber zack, zack. Also wenn man diesen Anfangsschritt mal gemacht hat, dann kommt man schnell wieder auf mindestens das gleiche Niveau wie auf dem Papier, würde ich sagen.
Dann gibt es beim digitalen Zeichnen natürlich immer auch das Stichwort Software. Das ist ja nicht bloß die Hardware und vermutlich malt ihr nicht mit Microsoft Paint. Erzählt doch mal ein bisschen was zur Software. Was gibt es da und vor allem, mit was fange ich an? Muss es gleich das vierstellige Adobe-Produkt sein oder gibt es auch andere Dinge? Also ich benutze Photoshop, ist aber eigentlich eher unüblich, glaube ich. Also ich glaube, da weißt du eher, was man eigentlich benutzt. Also viele, die ich kenne, nutzen Photoshop, die schwören drauf. Ich benutze es gar nicht mehr seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren. Ich bin komplett auf Clip Studio Paint umgestiegen. Das hat den Vorteil, Adobe hat nur noch diese monatlichen Abos. Clip Studio Paint ist eine Einmalzahlung in einer Normal- und in einer Profi-Version. Die Profi-Version hat mich im Sale, ich glaube, $100 gekostet oder sowas. Das gibt's auch fürs iPad, da ist es wieder ein Abo-Modell, aber relativ günstig. Und ich bin höchst zufrieden mit den Funktionen, weil Photoshop ist ja auch nicht für Illustratoren gemacht. Photoshop ist eine Bildbearbeitungsdatei und es wurde dann zum Illustrieren erweitert, aber es ist nicht dafür entstanden worden, also erschaffen worden. Und Clip Studio Paint ist wirklich für Zeichner. Also du kannst viele Comics damit machen, du kannst auch traditionellere Stile damit simulieren. Was ich sehr, sehr schön finde, ist die Vektorfunktion, weil Clip Studio Paint kann Vektordateien zeichnen. Das ist sehr hilfreich. Man kann nachträglich Linien dicker, dünner machen, man kann überstehende Linien wegradieren. Es hat ein Bucket-Fill, es hat 3D-Modelle, wo ich schwierige Posen auch tracen könnte. Ich bin da sehr zufrieden mit. Gibt's, wenn ich jetzt vielleicht noch keine 100 € ausgeben möchte, weil ich eben halt eher so aus dem noch bei einfachen Budget komme, gibt's Möglichkeiten, Freeware zu nutzen, Software zu nutzen, die vielleicht Open Source ist? Gibt's da Dinge, die ihr kennt, wirklich für den Einstieg, noch nicht für die professionelle Entscheidung, sondern einfach mal, um sich auszuprobieren? GIMP ist ziemlich gut für den Einstieg, also das kann man benutzen. GIMP. Und für Leute, die mal Photoshop ausprobieren wollen, aber nicht die Kohle haben, im Internet gibt es ein Browser-Zeichentool, das heißt Photopea, also wie Fotoerbse, P-E-A. Mit dem kann man quasi ähnlich wie Photoshop auch Bilder bearbeiten. Kennt ihr das Game Gartic Phone? Kennt ihr Gartic Phone im Netz, dieses Game? Das ist super lustig. Kann man auch mal. Ich fühle mich immer, als ob ich cheate, weil ich habe ja ein Tablet, auf dem ich zeichnen kann. Das ist total gemein für alle anderen, die da mit einer Maus rumklicken müssen. Es tut mir sehr leid für sie. Ja, also wir machen dann entweder alle Tablet oder alle Maus, aber sonst ist es ja wirklich ein bisschen gemein. Und ich würde noch gerne ergänzen zum iPad. Tatsächlich die Software, die da wahrscheinlich am gängigsten ist, von denen ich also auch sehr vielen professionellen Illustratoren weiß, dass sie sie auch beruflich nutzen für Auftragsarbeiten, ist Procreate. Und die kostet, ich weiß es gar nicht, ob es 6 € waren oder 10 €, aber die ist wirklich sehr, sehr günstig. Und auch für Leute, die es nicht beruflich nutzen, eine tolle Spielerei. Unsere letzten 10 Minuten sind angebrochen und ich möchte deswegen jetzt hier auch die Möglichkeit nutzen, dass das Publikum sich hier mit Fragen integrieren kann. Ich werde dazu jetzt hier vorne diesen Mikrofonständer aufbauen und ihr habt die Gelegenheit, an diesem Mikrofonständer, so wie das bei den anderen Panels auch der Fall ist, vorbeizukommen und Fragen zu stellen, falls ihr welche haben solltet. Wann hat man schon mal Profis so direkt vor sich? Und denkt dran, die letzte Person, die eine Frage stellt, kriegt diese supergeile Überraschungstüte mit quasi Wundertüte mit Comic-Inhalten. Ich verspreche, es ist schon ganz nettes Zeug dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass alle anderen Fragen, die kommen, vielleicht vom Sven auch noch ignoriert werden, vom Sven, vom Jens. Also wenn ihr Fragen habt, kommt gern hier vorn an die Bühne und stellt sie. Ja, auch wenn ich jetzt der Erste bin und dann nicht winke wahrscheinlich. Jetzt habe ich gerade gehört, Herr Kasper, Sie kommen aus Wannweil. Ich bin Realschullehrerin Neufen von der Tablet-Klasse. Also wenn ich Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Kunst und kann auch ganz schlecht zeichnen, aber zumindest Deutsch kann ich ein bisschen was machen. Und wenn Sie in Klassen gehen, wie kann ich da Sie anfragen quasi, ob Sie mal kommen könnten? Also per E-Mail, mir ganz egal, wie man anfragt. Und bisher war es dann meistens so, dass die Klassenlehrerin oder die das halt organisiert hat, dann irgendwie beim Elternabend irgendwie, ich glaube, 2 € eingesammelt hat pro Elternteil. Und das war dann mein Honorar sozusagen. Und davon habe ich dann die am Ende die Ergebnisse halt eingesammelt und da so ein Heftchen drucken lassen dann von der Kohle sozusagen. Also einfach mal anfragen. Also ich denke, also es wäre immer gut, wenn so zumindest zwei Schulstunden wären, dass man halt eins zum Starten machen kann und dass die vielleicht als Hausaufgabe oder so ein bisschen was weiterarbeiten, wenn sie Bock haben und dann halt in der zweiten, dass man Präsentation macht und so. Ja, okay. Aber das können wir gerne nachher quatschen irgendwie. Ja, cool, vielen Dank. Cool. Also, Moment, und man muss so, ich habe hier
einmal das neueste und einmal das älteste Heft. Kannst du dir eins aussuchen? Das ist das neue, das ist das alte. Ja, alles klar. Gerne. Also ihr merkt schon, Fragen stellen lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt die Comics, die der Sven Jens hier mitgebracht hat. Bitte. Ja. Hallo, ich habe ganz viele Fragen. Nein, mehrere. Wo gibt's die tollen Anzüge? Gestern den Batman und heute den Superman. Das nur am Rand. Senden wir danach. Dann an die Sarkubik habe ich eine Frage. Wenn man dieses iPad Pro nimmt, lohnt es sich, diesen Originalstift dazu auch zu nehmen? Total. Also es war eine der besten Investitionen, die ich je getätigt habe. Und ich bin ein sehr, also normalerweise bin ich sehr gut mit meinen Hardware-Geräten, aber dieser Stift, der fällt mir permanent runter. Ich habe auch extra eine Hülle gekauft, wo ich diesen Stift reintun kann. Und das Schöne bei diesem 120-Euro-Stift ist, man kann die Spitzen einzeln nachkaufen im Viererpack. Aber ich habe noch keinen Stift-Tablet-Kombi gehabt, bei dem das so smooth läuft und die Reaktionszeit wirklich so gut ist. Vielen Dank. Und dann habe ich an alle drei eine Frage. Habt ihr irgendeinen professionellen Hintergrund in die Richtung? Also eine Ausbildung gemacht auf dem Gebiet oder seid ihr tatsächlich Autodidakten? Also ich habe Kommunikationsdesign studiert. Das ist nicht zwingend illustrativ. Das kann man auch auf einer ganz anderen Schiene fahren. Habe aber als Kind einfach wirklich viel illustriert. Also man kann es studieren, man kann heutzutage auch viel Animation, Illustration, 3D studieren, muss man aber nicht. Ich kenne sehr viele Menschen, die sehr gut zeichnen, auch professionell und die sich das alles selber beigebracht haben. Ich persönlich bin ein Autodidakt, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, ich hätte irgendwie ja wirklich mal einen Kurs an der Volkshochschule besuchen können, um das zu lernen. Also ein paar Sachen wie Anatomie oder so, da habe ich immer noch ein paar Probleme und da hätte ich mir schon gewünscht, dass ich da noch ein bisschen mehr früher gemacht hätte. Ich habe Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Ich habe mal Kunst auf Lehramt anstudiert, aber dann wieder abgebrochen. Aber das Comiczeichnen ist schon autodidaktisch. Einfach muss man ausprobieren oder auch Zeichnen generell ausprobieren, üben. Genau. Oh, vielen Dank. Ich danke vielmals für die Fragen und das war auch leider schon die letzte Frage. Unsere Zeit ist hier und jetzt rum, aber ich bin mir sicher, dass die drei Herrschaften und Damschaften, die ja auch Eigenstände haben, bei denen ihr richtig viel geilen Scheiß kaufen könnt hier auf dieser Con, auch noch für weitere Fragen vielleicht hier neben nach dem Panel oder eben am Stand zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Bitte? Und ihr kriegt Secret Achievements, was auch immer das im Detail bedeutet. Und die Tüte ist auch klar. Vielen Dank und ja, zum Nachhören gibt es das Ganze beim Telestammtisch. Ciao. Tschüss. Ciao. Und wer Bock hat, kann sich einfach einen Comic nehmen. Ich lasse die einfach hier liegen. Viel Spaß damit. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.